Damit rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 13a bis 13k sowie Zusatzpunkte 4 bis 9. Das ist die Beratung von Vorlagen zur deutschen Nachhaltigkeitspolitik. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 90 Minuten beschlossen. Damit eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort der Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das bestehende Klimaschutzgesetz, das ist noch keine 2 Jahre alt, aber das Bundesverfassungsgericht will mehr Klimaschutz und mehr Generationengerechtigkeit. Und es ist auch gut so, auch die SPD wollte von Beginn an mehr und eine breite Mehrheit der Menschen in Deutschland will das auch. Seit über 10 Jahren fordert die SPD ein Klimaschutzgesetz. Sie alle hier im Parlament wissen, wer das nicht wollte und wer dann auch versucht hat, meinen Entwurf zu verwässern. Dem hat das Bundesverfassungsgericht eine ganz klare Absage erteilt. Es fordert, die Lasten zwischen den Generationen gerechter zu verteilen und konkrete Ziele für die Zeit ab 2030. Und ich kann hier ganz klar sagen, wir setzen dieses Urteil sehr gerne um. Und deshalb habe ich innerhalb weniger Tage ein novelliertes Gesetz vorgelegt für mehr Klimaschutz, für mehr langfristige Planbarkeit und Verlässlichkeit und vor allem ein Gesetz, das den sozialen Ausgleich organisiert, ohne den wir Klimaschutz nicht erfolgreich werden durchführen können. Meine Damen und Herren Abgeordnete, es gab ja Politiker, die nach dem Klimaurteil gesagt haben, man soll das Thema aus dem Wahlkampf raushalten. Ich halte das für eine absurde Forderung. Der Kampf gegen den Klimawandel, das ist das große Thema unserer Zeit, eben trotz Corona. Es ist auch eines der wichtigen Themen im kommenden Wahlkampf. Und es geht jetzt darum, wie wir Klimaschutz am besten erreichen. Das novellierte Klimaschutzgesetz, das ist ein Angebot an die jungen Generationen. Es steckt einen verlässlichen Rahmen für die Zukunft. Wie dieser Rahmen ganz genau gefüllt wird, also mit welchen konkreten Maßnahmen über die hinaus, die wir schon beschlossen haben, das wird natürlich in den kommenden Wochen und Monaten das Top-Thema sein. Und das ist auch gut so. Es geht schließlich um unsere Lebensgrundlagen, die Lebensgrundlagen der jungen Generationen und um die wichtigste industriepolitische Aufgabe unserer Zeit. Wir sehen an den aktuellen Debatten zum Beispiel um die Aufteilung des CO2-Preises bei den Heizkosten zwischen Mietern und Vermietern, dass es die Menschen interessiert, wie Klimaschutz sozial gerecht organisiert werden kann. Und da hilft es nicht, und das sage ich hier auch ganz deutlich, wenn hier Kollegen aus der Unionsfraktion so tun, als ob Vermieter künftig die Hälfte der Heizkosten für ihre Mieterinnen und Mieter zahlen sollen. Es geht um den CO2-Preis, ein Bruchteil dieser Kosten. Und es ist nur gerecht, diesen Aufschlag zumindest hälftig aufzuteilen, weil Mieterinnen die CO2-Kosten durch ihr Heizverhalten zwar beeinflussen können, aber sie können die Kosten durch ihr Heizverhalten beeinflussen, aber nicht die CO2-Kosten. Und weil Vermieter darüber entscheiden, welche Heizung im Keller steht und was dann eben den CO2-Preis ausmacht. Es geht darum, hier wirklich eine Lenkungswirkung zu entfalten, also die alte Ölheizung endlich rauszuschmeißen und durch neue klimaneutrale Heizsysteme zu ersetzen, so wie das im Moment auch von der Bundesregierung unterstützt wird. Lassen Sie uns zusammen ambitionierten Klimaschutz machen, zusammen mit der großen Mehrheit in unserem Land, eine gemeinsame Kraftanstrengung aller demokratischen Parteien und verbunden mit dem sozialen Ausgleich, der dann eben dafür sorgt, dass niemand überfordert wird. Die Beratungen über die Novelle des Klimaschutzgesetzes bieten gute Gelegenheiten dazu. Dafür möchte ich hier ausdrücklich noch mal werben, weil ich finde, das ist jede Anstrengung wert. Vielen Dank. Svenja Schulze, die Bundesumweltministerin, hat hier natürlich den ersten Beitrag geliefert in einer Debatte des Bundestages, wo es um den Klimaschutz geht, aber auch um die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Wir warten auf den nächsten Redner und das wird sein Rainer Kraft für die AfD-Fraktion, Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen, bevor wir den Blick auf die Nachhaltigkeit legen, ein kurzes Wort zum Antrag der FDP bezüglich klimaneutrales Fliegen. Ihr Antrag ist von 2019 und er ist nicht gut gealtert, muss man sagen. In einer Zeit, in der die Lufthansa bereits 24.000 Stellen gestrichen hat und die Streichung von weiteren 10.000 Stellen nachdenkt, präsentieren Sie einen Antrag, in dem der Deutsche Bundestag das fulminante Wachstum der Luftfahrtbranche mit den damit einhergehenden CO2-Emissionen feststellen soll. Ja. Ja, liebe FDP, in welchem Bunker habt ihr die letzten 15 Monate verbracht, dass euch in Gang ist, dass die Luftfahrtbranche in der größten Krise steckt, seitdem es Luftfahrt überhaupt gibt? Während also die Menschen um ihren Jobs bangen, wollen Sie, dass wir uns mit dem CO2-Ausstoß gemäß vollkommen überalterter Prognosen beschäftigen? Und für diese Taktlosigkeit, da sollten wir Sie ein ganz kleines bisschen schämen. Und liebe FDP, ein bisschen sollten Sie auch an Ihren Prioritäten arbeiten. Denn die Aufgabe der Fluglotsen ist es nicht, die CO2-Emissionen von Flugzeugen zu reduzieren, sondern das Flugzeug mitsamt Crew und Passagieren sicher an den Bestimmungsort zu bringen. Ganz kurz noch zu den jüngeren Anträgen der Grünen. Liebe Grüne, Gendersprache ist Idiotensprache und damit ist hier alles dazu gesagt. Nun aber alles zur Nachhaltigkeit. Die Überarbeitung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie doktert an den Symptomen herum, ohne das zentrale Problem zu adressieren. Und dieses zentrale Problem, das ist die falsche Schwerpunktsetzung der deutschen Regierung in Bezug auf die originären Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030. Obwohl das Hauptanliegen der Agenda 2030 die Bekämpfung von Armut weltweit ist, setzt diese Bundesregierung weiter einseitig auf die Ziele Klimaschutz und die Reduzierung vermeintlicher Ungleichheit. Für Ihren Beitrag zum sogenannten Klimaschutz sind Sie bereit, andere, im Gegensatz dazu ganz reale Nachhaltigkeitsziele und Indikatoren zu vernachlässigen. Für den Anstieg der sogenannten erneuerbaren Energien nehmen Sie die Abholzung von Wäldern und die Industrialisierung von Flächen in Kauf. Aber damit widersprechen Sie dem Nachhaltigkeitsziel 15, Nachhaltigkeit in Ökosystemen an Land sowie nachhaltige Waldbewirtschaftung. Und das Abholzen von Wald, um eine Windenergieanlage hineinzustellen, ist keine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Sie widersprechen auch dem Nachhaltigkeitsziel 2, Bekämpfung des weltweiten Hungers, indem Sie Agrarflächen für Windenergieanlagen und Solarfarmen opfern. Und Ihre ganze angeblich nachhaltige Energiepolitik ist der größte Feind des Nachhaltigkeitsziels Nummer 7. Sie sorgt nicht für preiswertige, zuverlässige und saubere Energie, sondern für eine Zukunft, in der Strom zum Luxusgut wird, das nur unzuverlässig und wenn dann zu horrenden Preisen zur Verfügung steht. Und durch die Abschaltung von Kernkraftwerken wird diese Energie auch noch schmutziger. Und es geht weiter mit den Widersprüchen und es wird immer abstruser, wie Ihre Politik die Nachhaltigkeitsziele konterkariert. Sie sagen, Sie streben eine Senkung des Primärenergiebedarfs an. Aber gleichzeitig wollen Sie eine komplett strombasierte Power-to-X-Wirtschaft etablieren. Die dabei auftretenden massiven energetischen Umfangsverluste müssen Sie aber am Anfang erst einmal erzeugen. Das heißt, Ihr Primärenergiebedarf geht erst einmal drastisch nach oben, er schießt Ihnen durch die Decke. Eine widersprüchlichere Politik hat man selten gesehen und sie gehört im Herbst einfach abgewählt. Ihren Kampf gegen die angebliche Ungleichheit führen Sie mit den immer gleichen sozialistischen Vorschlaghammer-Methoden. Wer erfolgreich oder fleißig ist, effizient oder produktiv, der bekommt Steuern, Abgaben und Bürokratie übergebraten, bis sich alles dem bekannten Gerechtigkeitsbegriff der SPD unterordnet. Weniger für alle oder wir machen alle gleich arm. Mit der Verbesserung der Lebensumstände am unteren Ende haben Ihre Maßnahmen wenig zu tun, ganz im Gegenteil. Sie belasten die unteren Einkommen durch Ihre Energie-, Steuer- und Finanzpolitik. Und damit erschweren Sie es, diesen Menschen ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben in Würde, aus eigener Kraft und ohne Abhängigkeit von staatlichen Transferleistungen führen zu können. Aber ganz offensichtlich ist das Ihre Absicht, den Menschen erst durch hohe Steuer und Abgaben möglichst viel wegnehmen, um ihn dann mit kleinen Brosamen wieder zu Wohlwollen, Wohlverhalten und Wählerstimme dafür einzukaufen. Und zuletzt etwas zu Ihren leicht absurden Indikatoren der Nachhaltigkeitsstrategie. Zum Beispiel der Erfassung von Straftaten, die sinken sollen. Naja, das wäre wünschenswert, wenn die Anzahl von Straftaten im Lande sinken würde, nicht deren Erfassung. Oder besser noch, wenn die Aufklärungsquote in Deutschland steigen würde. Ja, das wäre ein Schritt hin zur Rechtsstaatlichkeit. Aber die bloße Erfassung ist das nicht, denn die bloße Erfassung ist nur ein bürokratischer Verwaltungsakt. Oder wollen wir Verhältnisse haben wie zum Beispiel in Mexiko? Dort werden Straftaten fleißig erfasst, aber nur zu ca. 2% aufgeklärt. In Mexiko herrscht also de facto Rechtlosigkeit. Aber schön, dass Sie alles erfasst haben dort. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass die überarbeitete deutsche Nachhaltigkeitsstrategie keine Kohärenz mit der derzeit ausgeübten Politik in Deutschland aufweist. Ihre Politik führt zu Armut, zur Deindustrialisierung, zu massiven Flächenverbrauch, zu Energieknappheit und zur Umweltzerstörung.
Und was immer Gutes in der Agenda 2030 steckt, wird von Ihrer Politik zunichte gemacht. Und übrig bleibt am Ende nur Ihr ökosozialistischer Einheitsbrei. Rainer Kraft war das für die AfD-Fraktion. Nächste Rednerin wird Anja Weisgerber sein für die CDU-CSU-Fraktion. Sie ist Obfrau im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. In dieser Legislaturperiode haben wir beim Klimaschutz einiges erreicht. Und wir setzen diese Klimaschutzpolitik auch ambitioniert fort. Das Bundesverfassungsgericht hat nicht die Instrumente unserer Klimaschutzpolitik infrage gestellt. Und allen Unkenrufen zum Trotz haben wir das 2020-Ziel jetzt auch erreicht. Und zwar auch nicht nur wegen Corona, wie es immer behauptet wird, sondern vor allen Dingen wegen unserer Instrumente. Nur im Verkehrssektor, da merkt man die Corona-Pandemie, weil sich die Mobilität eingeschränkt hat. Aber bei allen anderen Bereichen haben wir die Ziele wegen unserer Instrumente erreicht. Und wir nehmen den Auftrag des Bundesverfassungsgerichts jetzt auch ambitioniert an. Was war die Kritik? Dass wir bis 2030 die Ziele noch ambitionierter formulieren, auch wegen der Frage der Generationengerechtigkeit. Und dass wir für die Zeit danach bis zur Klimaneutralität auch die Schritte genau beschreiben. Wie nehmen wir diesen Auftrag jetzt an? Indem wir das Klimaschutzgesetz ambitioniert weiterentwickeln. Und das möchte ich an der Stelle auch mal sagen, Frau Ministerin. Auch die Unionsfraktion ist für diese ambitionierte Weiterentwicklung. Und ich würde mich freuen, wenn Sie in der Öffentlichkeit nicht immer anderes behaupten, Frau Ministerin. Wir werden unser Klimaziel 55% bis 2030 jetzt auf 65% erhöhen. Und wir nehmen uns vor, die Klimaneutralität schon früher 2045 zu erreichen. Und das ist sehr, sehr ambitioniert. Und da muss ich mich schon auch wundern, wenn die Grünen, die bis vor kurzem die 65% gefordert haben, jetzt nach dem Motto höher, schneller, weiter auf einmal 70% fordern. Das ist nämlich unrealistisch, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen. Wir machen Klimaschutzpolitik mit Augenmaß, nicht nur aus der Sicht der Umwelt- und Klimapolitik, sondern wir betrachten auch die Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf die Arbeitsplätze, auf die soziale Frage. Und wir müssen auch die Akzeptanz der Menschen behalten. Wir merken, dass das Thema Klimawandel in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Die Menschen merken die Folgen für Mensch, Tier, Natur. Die Übersterblichkeit hat in den Hitzesommern sogar noch zugenommen. Wir merken es an den Wäldern, wir merken es an der Trockenheit, in der Landwirtschaft. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Klimapolitik ambitioniert fortsetzen. Aber wir machen das im europäischen und internationalen Rahmen. Es war nämlich Angela Merkel, die auf europäischer Ebene durchgesetzt hat, dass die anderen EU-Staaten nämlich auch mal mitziehen und das EU-Ziel von 40% auf 55% erhöhen. Denn alleine, liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir unsere Klimaziele nämlich nicht erreichen. Wir brauchen auch die EU-Staaten, wir brauchen auch die anderen Staaten der Welt. Wir müssen auch die Entwicklungs- und Schwellenländer dazu bringen, ihre Wirtschaft von Anfang an klimafreundlich aufzubauen. Das ist unsere Politik. Wir machen Klimaschutz nicht nur aus der nationalen Brille, sondern wir haben den Weitblick auch auf Europa und die internationale Ebene, meine Damen und Herren. Und dann muss ich mich als Nächstes auch wundern über die Grünen. Wenn dann gesagt wird, ja, die Klimaziele, die sind jetzt festgelegt worden, aber bei den Maßnahmen ducken wir uns weg und wir würden gar nichts machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 80 Milliarden in ein Maßnahmenprogramm zu stecken und in ein Konjunkturpaket, wo wir auf Klima- und Umweltinnovationen setzen, wo wir in allen Bereichen nach unserem Motto Anreize auf den Weg bringen, dann zu behaupten, dass wir keine Maßnahmen auf den Weg bringen, das ist schlicht falsch und das muss man hier im Hohen Haus auch mal ansprechen. Und jetzt komme ich zu den Maßnahmen. Wir nehmen in allen Bereichen die Bürgerinnen und Bürger mit.
Wir gestalten den Umstieg im Bereich der Industrie. Wir wollen auf die Wasserstoffstrategie setzen, auf Wasserstoff, um wirklich die Dekarbonisierung auch in der Industrie durchzusetzen. Wir nehmen aber auch die Bürger mit. Wir fördern den Umstieg. Wir fördern den Umstieg aufs Elektroauto. Wir haben ein umfassendes Heizungsaustauschprogramm auf den Weg gebracht, ein Bundesprogramm effiziente Gebäude, wo die Antragstellungen sich verdoppelt, verdreifacht haben. Ein Riesenerfolg. Das gilt es doch hier mal anzusprechen. Und jetzt möchte ich an der Stelle abschließend noch etwas sagen. Ein Instrument von uns, also wir haben drei Instrumente, zum einen das Klimaschutzgesetz mit einem Monitoring-Mechanismus, zum anderen mit dem Maßnahmenprogramm und das dritte ist die Bepreisung. Und bei der Bepreisung sagen wir wollen eine moderate Bepreisung und wir wollen in Anfangsjahren auch die Menschen dabei unterstützen, umzusteigen. Die Grünen wollen den Preisanstieg früher und höher. Und in Wahrheit wollen Sie ja auch noch viel mehr, als Sie angesprochen haben. Aber jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Die Grünen wollen on top dann das Verbot des Verbrennungsmotors, das Verbot der Ölheizung. Sie wollen Ordnungsrecht. Und in Wahrheit macht das alles dann nämlich noch teurer. Und das ist nämlich die Wahrheit. Die Alternative ist dann CO2-Bepreisung moderat. CO2 ist die neue Währung. CO2 ist ein Gamechanger, aber moderat. Und gleichzeitig wollen wir die Entlastung der Menschen. Und nicht mit dem Energiegeld, wo ich extra eine Behörde aufbauen muss, um monatlich 8,30 Euro dann zu verteilen, was technisch gar nicht geht, sondern wir wollen ganz gezielt die Entlastungen. Wir müssen den Strompreis senken. Und das machen wir jetzt, die EEG-Umlage absenken. Wir wollen mit der Erhöhung der Pendlerpauschale die Bürgerinnen und Bürger im ländlichen Raum mitnehmen. Wir haben das Wohngeld erhöht und wir investieren in den Umstieg auf alternative Technologien. Wir setzen auf Innovation und Fortschritt. Wir wollen Begeisterung und nicht Askese. Das ist der Unterschied zwischen Ihnen und uns. Vielen Dank. Anja Weisgerber war das für die Unionsfraktion. Sie ist ja auch Umwelt- und klimapolitische Sprecherin der CSU-Landesgruppe. Wir schauen mal ganz schnell raus aus dem Plenarsaal in die sogenannte Westlobby auf der Plenarsaalebene. Und dann sehen Sie die Abgeordneten auf dem Weg in die Lobby, wo im Moment ja noch abgestimmt wird über einen Bundestagsvizepräsidenten, über die Wahlvorschläge der AfD zu drei Finanzgremien und über die SED-Opferbeauftragte, die heute auch gewählt werden soll. Und jetzt wieder schwupps zurück ins Plenum. Da steht Lukas Köhler am Pult, der klimapolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Ziel des Klimaschutzes ist relativ klar. Es ist sehr offensichtlich und zumindest die meisten Fraktionen dieses Hauses haben sich auch darauf committed. Das ist das 1,5-Grad-Ziel. Meine Damen und Herren, die Neufassung dieses Klimaschutzgesetzes ist aber nicht aufgrund der Zielsetzung gefasst worden, sondern aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Und das muss man sich schon noch mal näher angucken. Frau Schulz, Sie haben gerade es geschafft, leider nichts zum Gesetz zu sagen, aber den Punkt, den das Bundesverfassungsgerichtsurteil aufgemacht hat, falsch aufzugreifen. Sie haben über die konkreten Ziele gesprochen, aber das Bundesverfassungsgericht verpflichtet uns vor allen Dingen, einen Pfad aufzuzeigen. Ein Pfad, wie wir die Freiheit kommender Generationen schützen. Und das leistet dieses Gesetz nicht. Und das ist eigentlich ein Skandal. Ich möchte Ihnen auch sagen, warum das so ist. Sie haben in dieser Neufassung vor allen Dingen nach 2030 den Auftrag gehabt, diesen Pfad vorzuschreiben. Was Sie jetzt gemacht haben, ist, jährliche Ziele aufzuschreiben. Und ich habe mir das mal näher angeguckt. Wenn Sie sich die Jahreszahlen anschauen, dann kommt schon eine Frage auf. Und zwar haben Sie von 32 bis 34 eine Emissionsminderung von 2%. Dann haben Sie von 34 bis 35 3%, von 36 bis 38 wieder 2%, 38 bis 39 wieder 3%. Da stellt man sich schon die Frage, hat das jemand gewürfelt? Wie kommen Sie denn darauf, exakt vorgeben zu können, in welchem Jahr was passiert? Geht Ihnen einmal ein Stahlwerk aus dem CO2-Ausstoß raus? Wird einmal ein Stahlwerk direkt reduziert, dann haben Sie sofort einen massiven Sprung in Ihren Jahreszahlen. Es ist doch absurd, denken zu können, die Politik heute könnte schon in 10, 15 Jahren herausstellen, welche Technologie die richtige ist, welche funktioniert hat, wo wir Dinge erreicht haben. Ist doch Wahnsinn. Und dann kommen Sie auf die Idee zu sagen, naja, neben diesen Jahressenkungszahlen, die wir vorgeben wollen, haben wir dann noch Sektorziele. Wenn das Stahlwerk dafür gesorgt hat, dass wir meinetwegen im Jahr 2034, ich weiß es nicht,
massiv gesenkt haben, kann es trotzdem sein, dass der Verkehrssektor das dieses Jahr nicht geschafft hat. Und dann sind Sie bei Sofortmaßnahmen. Und im Gebäudebereich und im Verkehrssektor heißen Sofortmaßnahmen ganz harte Einschnitte für Bürgerinnen und Bürger. Denn Sofortmaßnahmen, Dinge, die in einem halben Jahr dafür sorgen müssen, dass CO2 reduziert wird, das sind Fahrverbote, zum Beispiel an Sonntagen, oder das ist das Einschränken der Heizung. Das kann doch niemand in diesem Hohen Haus wollen, dass wir den Menschen sagen, ihr dürft nicht wärmer als meinetwegen 20 Grad in eurer Wohnung machen. Das kann doch nicht das Ziel eines Sofortprogramms sein. Meine Damen und Herren, das ist doch kein Punkt, wie man Klimaschutz bekommt. Dann hat das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung aufgegeben, vor allen Dingen nicht nur eine eigene Planung vorzulegen, sondern auch dafür zu sorgen, dass wir eine europäisch eingebundene Strategie haben. Was Sie jetzt gemacht haben, ist aber genau das Gegenteil. Sie haben jetzt im Vorgriff vor Europa schon festgelegt, dass Sie 2030, da hat das Bundesverfassungsgericht gar nicht drüber gesprochen, dass Sie 2030 auf 65% hochgehen. Das klingt wahlkampfmäßig nach einer Steigerung der Ambitionen, aber es ist tatsächlich eigentlich nur ein Etikettenschwindel. Denn den Bereich des Effort-Sharings, den Sie ja eigentlich nur hier regulieren können, also nicht den Bereich des Emissionshandels, sondern den Bereich, wo wir im Verkehr und der Wärme die Lastenteilung haben, da werden wir eh höchstwahrscheinlich auf 65% hochgehen müssen. Denn die Bundesregierung muss natürlich ihre Ambitionen steigern und wir waren bereits bei 55%. Jetzt haben Sie sich aber, und das ist das Schlimme, die Verhandlungsmasse weggenommen. Sie haben sich die Verhandlungsmöglichkeit auf europäischer Ebene weggenommen, mit den Ländern im Osten Europas reden zu können und zu sagen, ja Mensch, wenn wir auf Sie, sagen wir mal 66% oder auch nur 64% hochgehen, dann könnt ihr das und das machen. Das ist weg, das ist vom Tisch und das ist doch traurig. Jetzt haben Sie aber, und das ist das Fatale, 2045 reingeschrieben, ohne europäisch zu koordinieren. Was passiert denn 2045, wenn wir dann klimaneutral sind in Deutschland? Was passiert dann? Dann sind die Emissionen, die dann noch bis 2050 übrig sind, die Emissionen werden per Wasserbetteffekt über ganz Europa verteilt. Im schlimmsten Fall haben Sie richtig viele Kosten aufgerufen für unseren Klimaschutz, um nichts, aber auch gar nichts europäisch zu erreichen. Und das ist doch keine Klimapolitik, das ist ein Abgesang an Vernunft. Meine Damen und Herren, Sie zeigen in diesem Gesetz keinen einzigen Pfad auf, wie Sie das wirklich machen sollen. Sie reden nicht darüber, dass Sie Negativemissionen brauchen. Sie reden nicht darüber, wie Sie schneller europäisch, auch in Deutschland, erneuerbare Energien aufbauen. Sie haben es am Anfang des Jahres noch nicht mal geschafft, das EEG auf das neue Ziel der Europäischen Union anzupassen, so wie Sie es in einem eigenen Entschließungsantrag aufgefordert haben. Sie haben gar nichts erreicht. Sie haben ein paar Zahlen aufgeschrieben und sonst nichts für den Klimaschutz getan. Hätten Sie, wie Sie es ja als Union auch öfters mal ankündigen, einen Emissionshandel ausgeweitet, ein klares CO2-Limit eingezogen, einen klaren Senkungspfad auch in den nächsten Jahren aufgezeigt, dann könnten wir darüber reden, dass Klimaschutz funktionieren kann. Was Sie gemacht haben, ist leider nicht mehr als ein netter Wahlkampfversuch. Es ist traurig, dass Sie das als Klimaschutz bezeichnen. Lukas Köhler, klimapolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, lässt wenig Gutes am Entwurf der Bundesregierung. Und jetzt gibt es eine Reaktion von Anja Weisgerber. Nächster Redner ist der Fraktionsvorsitzende Kommt der Linken, aber nicht dran, Dr. Dietmar Bartsch. Sondern Dietmar Bartsch, der Vorsitzende der Linksfraktion, ist Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, 40 Jahre waren die Wissenschaft vor den Folgen des menschengemachten Klimawandels. Und fast so lange, meine Damen und Herren von Union und SPD, sind Sie in Regierungsverantwortung. Ja, Frau Schulze, das ist das große Thema. Ich stimme Ihnen ausdrücklich zu. Aber Sie haben eben viel zu lange die Augen vor diesen Herausforderungen zugekniffen. Immer hat eine Partei von Ihnen regiert. Und wir sehen jetzt die Resultate. Obwohl die Fakten lange auf dem Tisch gelegen haben, haben Sie es geschafft, dass Klimapolitik, Klimaschutz jetzt zu einem Schnellschuss wird. Und der ist klimapolitisch vielfach ineffektiv. Er ist vor allen Dingen teuer für die Bürgerinnen und Bürger und er ist vielfach unsozial in seinen Folgen. Und ohne die vielen jungen Leute, die auf der Straße waren, ohne das Bundesverfassungsgericht, wären Sie doch heute bei dem Stand, wie Sie es damals verabschiedet haben. Und ich sage mal ganz klar, Sie machen ein Gesetz, ein Klimaschutzpaket, und ich kann mich noch sehr gut erinnern, das wurde doch hier im Haus hochgejubelt, wie toll das ist. Es wurde doch hochgejubelt, und zwar von allen. Und dann kommt das Verfassungsgericht und kassiert das. Und jetzt sind Sie dankbar dafür und jetzt können Sie was Neues machen. Ich frage mich, warum haben Sie das nicht gleich gemacht? Und ehrlich gesagt,
Jetzt auf einmal höre ich von Frau Weisgerber, wir sind ambitioniert. Ja, warum waren Sie denn nicht vorher ambitioniert? Das wäre doch dringend notwendig gewesen. Es gibt doch niemanden mit Verstand, der die dringende Notwendigkeit einer Politik, die den Anstieg der globalen Erwärmung um mindestens 1,5% auf mindestens 1,5% begrenzt, leugnet. Aber es ist doch absurd, deshalb vor allen Dingen an der Preisschraube zu drehen, um das Klima zu retten. Was tun Sie dann wirklich für Nahverkehr und Bahn? Viel zu wenig. Was tun Sie, um die Güter auf die Schiene und von der Schiene und von den LKWs und von der Straße wegzubringen, meine Damen und Herren? Was tun Sie, damit Sie die großen Konzerne, die Produkte herstellen, die schnell kaputt gehen? Was tun Sie dort, um das zu verändern? Was tun Sie dagegen, dass Produkte fünfmal um den Globus verschifft werden oder eben auch, dass Kurzstreckenflüge überflüssig werden? An den Strukturen, und das ist mein Kernvorwurf, an den Strukturen ändern Sie so gut wie nichts. Dafür greifen Sie den Bürgerinnen und Bürgern ins Portemonnaie. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Sie haben in den letzten Jahren die letzten Jahre verpennt, und jetzt betreiben Sie eine Klimapolitik auf Kosten der Pendler, der Familien und der ganz normalen Leute. Frau Schulze, Sie haben angekündigt, wir wollen die Lasten gerecht verteilen. Dann kann ich nur vorschlagen, nehmen Sie unsere Vorschläge in den Beratungen ausdrücklich auf, dann kann das wirklich was werden. Weil Sie sich verweigern, die großen Klimasünder in die Pflicht zu nehmen. Mit Ihrem Klimapaket haben Sie versprochen, die Menschen zu entlasten. Aber die Menschen werden nicht entlastet, sie werden belastet. Mieterinnen und Mieter, Pendler, Familien bezahlen die Klimapolitik. Seit Jahresbeginn zahlen die Menschen für Sprit und Heizung einen satten Aufpreis. Ich meine, Sie wissen doch, in dem Benzinpreis von 1,55 sind 90,7 Cent Steuern und Abgaben. Dazu kommen noch die Kfz-Steuer. Und das reicht Ihnen nicht? Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Wochenende beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Und in einer Disziplin sind wir schon Europameister, bei den Strompreisen. Sie sind nirgendwo so hoch wie bei uns. Und das ist der Titel, den sich Peter Altmaier verdient hat. Das ist sein Pokal. Deutschland ist Europameister bei den Strompreisen. 4,4 Milliarden Euro der Verbraucher haben sie zu Jahresbeginn in die EEG-Umlage gepumpt. Aber die Strompreise, sie sind eben nicht gesunken. Stabilisierung ist keine Senkung. Ihr EEG-Gesetz ist teurer Murks, meine Damen und Herren. Und wieder kündigen Sie auch heute nur an. Was ist denn mit den Heizkosten? Ich meine, dieses Thema ist doch für jeden transparent gewesen. Sollen jetzt wirklich die Haushalte das bezahlen? 60%, die keine Wahl haben, womit sie heizen? Deren steigende Kosten will die Union völlig auf die Mieterinnen und Mieter übertragen? Das ist wirklich nicht in Ordnung, und auch das kriegen Sie in Ihrer Koalition nicht hin. Das ist Lobbyismus und nichts anderes. Strom, Heizung, Sprit, Sie agieren als Preistreiber, der die Löhne und Renten der Menschen auffrisst, meine Damen und Herren, und dem Klima leider überhaupt nicht nutzt. Wie nehmen Sie die Bürgerin mit? Frau Weisgerger hat das eben gesagt. Das ist Alibi-Politik, das ist Abzocke als Klimaschutz. Schaffen Sie Alternativen für die Leute. Was sagen Sie denn in meiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern? Was sagen Sie der Krankenschwester, die eine Ölheizung hat und die einen Verbrenner hat? Was sagen Sie der? Sagen Sie der, sie muss einfach mehr bezahlen? Das genau kann nicht sein. Sie haben doch in Ihrer Regierungszeit 6.500 Kilometer Bahnstrecke stillgelegt. Das müsste endlich mal anders sein. Es ist doch real so, dass in Berlin alle Hecken zertreten sind, weil sie sich in den letzten Tagen immer wieder in die Büsche geschlagen haben. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Klimapolitik wird nur dann erfolgreich sein, wenn sie gesellschaftliche Mehrheiten auch bei denen, die entlastet werden müssen, bekommt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben einen konkreten Plan als Linke. Bitte nehmen Sie möglichst viel davon in den Beratungen auf. Dafür braucht es vor allen Dingen Strukturreformen und keine Moral- und Preiskeule. Das hilft es. Wir brauchen einen Klimawandel und dafür ein gesellschaftliches Klima, dass dieser möglich wird. Herzlichen Dank. Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Linksfraktion, hat nicht nur vorgerechnet, wie sich der aktuelle Strompreis zusammensetzt. Und das mit den Hecken kontrollieren wir mal bei Gelegenheit, während wir sehen, Peter Tschentscher ist da, erster Bürgermeister der Hansestadt Hamburg, verfolgt diese Debatte auch aus dem Plenarsaal. Nächster Redner am Pult, Anton Hofreiter, der Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Klimaneutralität ist das wichtigste Zukunftsprojekt unserer Zeit. Sie ist im wörtlichen Sinne überlebenswichtig. Sie ist zentral für alle Lebensbereiche, für unseren Wohlstand, für zukunftsfähige Arbeitsplätze, für die Freiheit zukünftiger Generationen
und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Und Sie haben uns ja ein neues Klimaschutzgesetz vorgelegt. Ja, dieses Gesetz könnte und sollte in den Zielen noch ambitionierter sein. Und ja, dieses Gesetz ist wieder mal nicht das Ergebnis gestaltender Politik, sondern wurde erzwungen vom Bundesverfassungsgericht. Was ich Ihnen aber wirklich vorwerfe, ist, dass Sie einmal mehr höhere Ziele beschließen, ohne die dafür notwendigen und ausreichenden Maßnahmen mitzuliefern. Wissen Sie, Klimaschutz fällt halt nicht einfach vom Himmel, sondern Klimaschutz muss man machen mit konkreten Gesetzen und Vorschlägen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erleben das gleiche Scharmützel, das wir seit Jahren kennen. Die SPD will keinen höheren CO2-Preis, die Union blockiert beim Ausbau der erneuerbaren Energien und beim vernünftigen sozialen Ausgleich. Aber ehrlich gesagt, ich denke, es hätte von Ihnen auch gar niemand ein ambitioniertes Sofortprogramm erwartet. Dieses Versagen war ehrlich gesagt von der Öffentlichkeit längst eingepreist. Aber was ich Ihnen und ganz besonders Ihren Kanzlerkandidaten vorwerfe, ist, was Sie die letzten Wochen abgezogen haben. Das hat nochmal eine ganz andere Qualität. Sie haben sich entschlossen, bewusst gegen eine ambitionierte Klimaschutzpolitik, die Sie vor 2 Wochen selbst noch gefordert haben, zu Felde zu ziehen. Und das ist angesichts der Herausforderungen mehr als armselig. Statt, liebe Union, eine Debatte über den richtigen Weg zu führen und eigene Vorschläge zu bringen, versuchen Sie, diese Debatte zu zerstören. Und statt, liebe SPD, sich um die berechtigten Sorgen der Menschen im Übergang, um einen wirksamen sozialen Ausgleich zu kümmern, schürt euer Kanzlerkandidat Olaf Scholz ausgerechnet mit Andi Scheuer gemeinsam, dass euch das nicht selber peinlich ist, für eine Bildschlagzeile Ressentiments und Benzinwut. Und die Bundeskanzlerin macht sich ja immer Sorgen über die gesellschaftlichen Mehrheiten beim Thema Klimaschutz. Und genau diese gesellschaftlichen Mehrheiten, die es im Moment ja gerade gibt, versuchen Sie zu untergraben. Sie stellen Ihre kurzfristigen Parteitaktiken und Ihren Wahlkampf über den gesellschaftlichen Zusammenhalt und über das Wohl des Landes. Das ist bei dieser historischen Aufgabe unverantwortlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden die gigantische Aufgabe, die vor uns liegt, nicht mit Poesiealbumsprüchen und einem Zickzackkurs à la Armin Laschet oder einseitigen Verkürzungen à la Olaf Scholz bewältigen. Sie können sie ja noch mal nachlesen, zum Beispiel gestern beim Rat für nachhaltige Entwicklung und bei der Leopoldina. Es braucht eine CO2-Bepreisung und kluges Ordnungsrecht und eine Förderpolitik. Und eine offensive Investitionspolitik. Wir müssen eine Offensive für erneuerbare Energien und schneller raus aus der Kohle. Wir müssen Bahn, Bus und Fahrrad ausbauen und so schnell wie möglich raus aus dem Verbrennungsmotor. Das all sind Instrumente und Maßnahmen, die ineinander greifen. Um die Klimaschutzziele umzusetzen, können wir da keine Wunschliste machen, wo man sich mal raussucht, was einem gerade ideologisch oder wahlkampftaktisch in den Kram passt. Hören Sie endlich auf, das eine gegen das andere auszuspielen. Klimaschutz aufgrund des jahrelangen Nichthandels erfordert jetzt, dass wir in allen Bereichen und mit allen Instrumenten handeln. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, so unverantwortlich Ihr Handeln ist, die vielen Fragen der Menschen in unserem Land sind es nicht. Wir haben wahnsinnig viel Zeit verloren beim Klimaschutz. Umso größer ist jetzt die Herausforderung und der Zeitdruck. Und da gibt es berechtigte Sorgen. Die Beschäftigten der Autoindustrie sorgen sich um ihre Arbeitsplätze. Menschen auf dem Land um ihre Mobilität. Mieterinnen und Mieter über weiter steigende Mieten. Und genau dafür machen wir konkrete Vorschläge. Unser Ziel ist es, mit dem Energiegeld vor allem Menschen mit geringerem Einkommen zu entlasten.
Während Sie öffentlich rumpolemisieren, kümmern wir uns um den sozialen Ausgleich. Unser Ziel ist, mit Klimazuschüssen Geringverdienern bei der Anschaffung eines emissionsfreien Autos oder einer Wärmepumpe zu unterstützen, während Sie Pendlerinnen und Pendler verunsichern. Unser Ziel ist, dass die Eigentümer den CO2-Anteil der Heizkosten tragen, statt die Mieterinnen. Die können nämlich die Art der Heizung nicht auswählen, das kann nämlich der Vermieter machen. Und unser Ziel ist es, eine aktive Industriepolitik und Qualifizierung für die Arbeitsplätze von morgen. Und wir wollen ein sozial gerechteres Land mit höherem Mindestlohn, mit starken Gewerkschaften und guten Löhnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf dem Weg zur Klimaneutralität müssen wir als Gesellschaft über uns hinauswachsen. Das macht Führung aus. Genau diese Führung verweigern Sie. Verweigert Armin Laschet und Olaf Scholz. Die Richtlinienkompetenz beim Klimaschutz haben Sie doch längst abgegeben. Es wird Zeit, dass Schwarz-Rot insgesamt die Richtlinienkompetenz abgibt. Vielen Dank. Anton Hofreiter, Co-Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, in der Debatte des Bundestags über das neue Klimaschutzgesetz, das hier erstmals beraten wird, aber auch zur deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Ihm wird als nächster Redner jetzt folgen Matthias Mirsch, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion und da, man ahnt es, zuständig für die Themen Umwelt und Klima unter anderem. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist schon ganz spannend, diese Reden hier von den unterschiedlichsten Fraktionen zu hören. In der Opposition ist das auch immer alles ganz, ganz einfach. Aber hier zu sagen, es sei nichts geschehen, das ist schon, finde ich, unredlich. Meine Fraktion hat über 10 Jahre dafür gekämpft, dass Klimaschutz endlich verbindlich wird. Ich weiß noch sehr genau, wie ich mit Armin Laschet verhandelt habe. Der Begriff des Klimaschutzgesetzes durfte nicht im Koalitionsvertrag, nur ein Gesetz zur Erhaltung der Ziele. 3 Jahre später reden wir alle über das Klimaschutzgesetz. Der UN-Generalsekretär hat vor wenigen Monaten von dieser Stelle aus gesagt, das Klimaschutzgesetz, was die Bundesrepublik Deutschland auf den Weg gebracht hat, ist international vorbildhaft. Daran müssen Sie sich messen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dass wir jetzt über den Weg streiten, das ist eben Politik. Und das ist auch Ziel des Klimaschutzgesetzes, dass wir jedes Jahr uns messen, ob wir Ziele erreicht haben und nicht erreicht haben. Und Herr Köhler, natürlich gibt es ein Monitoring, was die unterschiedlichen Entwicklungen letztlich mit aufgreift. Das Entscheidende ist aber, dass keine Bundesregierung, die jetzt nach uns kommt, in dem Zeitraum bis 2045 sich wegducken kann. Klimaschutz ist verbindlich, ist Gesetz, und das ist historisch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und über den richtigen Weg muss man streiten. Und die Politik hat 3 Ziele oder 3 Instrumente hauptsächlich, im Wesentlichen. Das eine, sie kann Regeln geben. Das ist das Ordnungsrecht. Diese Regeln gelten für alle. Zweitens haben wir die Förderung. Und das dritte haben wir die Bepreisung. Die Kollegin Weisgerber hat eben dargestellt, wir haben das größte Konjunkturprogramm in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegt, was vor allen Dingen auch an dem System der Nachhaltigkeit orientiert ist. Das ist Fördern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn die Grünen, Herr Kollege Hofreiter, jetzt so tun, im Übrigen das Bundesverfassungsgericht hat gerade nicht das Klimaschutzgesetz und die Zielsetzung 2030 kritisiert. Das machen wir, weil die Europäische Union ambitionierter will und wir auch in Vorleistung treten müssen. Das ist auch eine Verdrehung der Tatsachen, die Sie hier gerade vornehmen. Wenn Sie dann suggerieren, dass die Erhöhung des CO2-Preises die Erreichung der Klimaschutzziele tatsächlich und die ambitionierteren Ziele sicherstellen würden, dann ist das in der Tat ein richtiger Dissens zwischen uns. Denn noch vor 1,5 Jahren waren Sie es, Herr Hofreiter,
der, weil auch damals CDU, CSU, SPD und Grüne sehr sorgsam geguckt haben, wie stark darf ein Preissignal sein, ohne soziale Verwerfungen zu machen. Sie haben einem Kompromiss zugestimmt, der genau diesen Pfad vorsieht. Jetzt zu verlangen, dass vorgezogen wird, ist die Aufkündigung dieses Kompromisses, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn Sie dann noch suggerieren, damit das ambitionierte Klimaschutzziel zu erreichen, dann sage ich Ihnen, wie soll das denn passieren? Sie diskutieren auf Ihrem Parteitag jetzt Anträge, CO2-Preise von über 180 Euro. Ich kann Ihnen sagen, wir haben einen schrittweisen Anstieg des Preises. Und im Übrigen, Herr Köhler, ab 27 haben wir ein Emissionshandelssystem etabliert. Und das wird uns und das wird uns vor große Herausforderungen stellen. Deswegen sage ich, die nächsten 4 Jahre sind entscheidend. Denn wenn wir nicht, und deswegen ist das Peter Tschentscher hier ist ein ganz wichtiges Signal, wenn wir nicht von Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene dazu kommen, dass wir die Alternativen in den nächsten 4 Jahren schaffen, einen massiven Ausbau an erneuerbaren Energien und alternativen Energiequellen und Förderinstrumente, die den Umstieg ermöglichen, dann treffen wir die, die es nicht mehr bezahlen können. Und das ist nicht unsere Antwort. Und ich will mir an der Stelle sparen, ausführlich darauf hinzuweisen, was die Grünen in ihrer Landesregierung teilweise machen. In Baden-Württemberg sind sämtliche Maßnahmen unter einem Finanzierungsvorbehalt gestellt. So geht dann auch nicht effektiver Klimaschutz. Also lassen Sie uns in den nächsten Jahren Schritt für Schritt darüber reden, wie der Instrumentenmix den Zusammenhalt dieser Gesellschaft unter Wahrung der Klimaziele miteinander in Einklang bringt. Das ist die sozialdemokratische Antwort. Wir haben uns gegründet, weil wir gesagt haben, die großen Herausforderungen können Menschen nur gemeinsam machen. Das ist unsere Antwort. Wir haben die gesetzliche Grundlage mit dem Klimaschutzgesetz geschaffen. Und jetzt geht es um die Maßnahmen. Ich freue mich auf die Debatten in den weiteren Jahren. Matthias Mehl, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion, wehrt sich gegen Vorwürfe aus der Opposition, die Koalition habe zu wenig bzw. das Falsche für den Klimaschutz getan, und hebt umgekehrt die lobenden Worte von UN-Generalsekretär Guterres zur deutschen Klimaschutzpolitik hervor. Nächster Redner, Carsten Hilse, der umweltpolitische Sprecher der AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Landsleute! So schnell hat noch nie eine Bundesregierung auf eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts reagiert wie bei dieser Novellierung des Klimaschutzgesetzes, um die für unser Volk extrem schädlichen Vorgaben umzusetzen. Das lässt vermuten, dass hier das Urteil nicht nur wie gerufen kommt, sondern vielleicht sogar von ihr, wenn auch über Umwege, bestellt wurde. Denn anders ist es nicht zu erklären, warum Kläger und Beklagte so glücklich über das Urteil, ja regelrecht euphorisch sind. Der ehemalige stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion, Herr Harbert, und seine Kollegen haben somit ganze Arbeit geleistet. Und mit dieser Verstärkung im Rücken hat das Kabinett auch ganze Arbeit geleistet, nicht gekleckert, sondern geklotzt, mal eben per Federstrich Klimaneutralität, was auch immer das sein soll, von 2050 auf 2045 vorgezogen unter dem Motto »Nach uns die Sintflut«. Es schert dabei niemand, dass kein noch so aktives Handeln einen rein statistischen Wert, wie es das Klima nun mal ist, schützen kann. Es schert auch niemanden, dass das Kabinett Merkel und Sie alle von den Roten über die Grünen Kommunisten bis hin zu den Magenta-Sozialisten damit Deutschland größtmöglichen Schaden zufügen werden. Auch wenn Sie das natürlich vehement bestreiten und ohne dabei rot zu werden sogar das glatte Gegenteil behaupten. Mit der beabsichtigten massiven Senkung der Emissionen fahren Sie so gut wie alle Wirtschaftszweige wissentlich und vorsätzlich in den Keller und opfern bedenkenlos den über Generationen fleißiger Menschen erarbeiteten Wohlstand in Deutschland. Das ist das eigentliche Problem, ja die Katastrophe eines scheinheilig als zum Schutz künftiger Generationen ausgegebenen Klimaschutzgesetzes und seiner furchtbaren Wirkung. Und mit dem bekannten Urteil wird das Ganze noch fast unumkehrbar gemacht. Und alles wieder besseren Wissens, denn jedem mit durchschnittlichen kognitiven Fähigkeiten ist klar, dass selbst wenn die Hypothese, dass das menschengemachte CO2 einen maßgeblichen Einfluss auf Klimaschwankungen hat, stimmen sollte, wofür es bis heute keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis gibt, Deutschland
Deutschlands Anteil daran verschwindend klein wäre. Selbst wenn Deutschland in Jahresfrist nicht ein einziges Gramm CO2 ausstieße, verringerte sich die hypothetische Temperaturerhöhung um 0,000653 Grad. Das ist praktisch nichts. Sie wissen das. Sie leitet allein der streng religiöse Glaube der Klimasekte an die Klimaerhitzung und daran, dass die Welt dem deutschen Vorbild irgendwann folgen werde. Sie wird einen Teufel tun, denn niemand, der klar im Kopf ist, wird diesen Pfad ins Elend folgen, weil CO2 eben kein Teufelszeug oder gar Gift ist, sondern die Quelle allen Lebens auf der Erde. Kein Leben auf der Erde würde existieren ohne CO2. Gucken Sie mal in Ihr Chemiebuch. Und neben mein Onkel Werner hätte zu Ihnen gesagt, wenn wir dich nicht hätten, dich bräuchten wir gar nicht, Herr Gremmel, bitte. Und niemand, der noch Wohlstand für sein Volk erlangen will, Sie wollen das entgegen Ihres Eides nicht, wird Deutschland auf seinem höllischen Weg nicht folgen. Schauen Sie sich nur die Emissionsentwicklung sogenannter Entwicklungsländer, zum Beispiel China, an. Sie dürfen bis zum Jahr 2030 Ihre CO2-Emissionen in dem Maß steigern, wie Sie es als notwendig erachten. China erhöht seine Emissionen pro Jahr, erhöht seine Emissionen pro Jahr ungefähr in den gleichen Wert, wie Deutschland insgesamt ausstößt. Wenn Deutschland also kein einziges Gramm CO2 mehr ausstoßen würde, hätte China das in Jahresfrist wieder ausgeglichen. Das macht nicht nur deutlich, dass Sie offensichtlich kognitive Schwierigkeiten haben, das Thema in seiner Gänze zu erfassen, sondern auch, dass die Pariser Klimaübereinkunft bestenfalls als Lippenbekenntnis verstanden wird. Allerdings auch gut geeignet, noch Konkurrenten um die Zukunft auf dieser Welt, noch ist Deutschland Konkurrent, durch deren Selbstzerstörung aus dem Weg zu räumen. Welch Irrglaube, welch Hybris spricht aus diesem Gesetz? Es ist schon so, wie Ottmar Edenhofer, seinerzeit Vize und jetzt Co-Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, in einem unbedachten Moment äußerte und als Richtung vorgab: Wir verteilen durch die Klimapolitik de facto das Weltvermögen um. Dass die Besitzer von Kohle und Öl davon nicht begeistert sind, liegt auf der Hand. Man muss sich von der Illusion freimachen, dass internationale Klimapolitik Umweltpolitik ist. Das hat mit Umweltpolitik, mit Problemen wie Waldsterben oder Ozonloch fast nichts mehr zu tun. Zitat Ende. Umverteilung ist der einzige Zweck dieses Gesetzes. Sie plündern den Großteil des deutschen Volkes aus, damit sich einige wenige die schon prall gefüllten Taschen weiter füllen können, im In- und im Ausland. Und wenn da noch im allgemeinen Teil zum Gesetz steht, Alternativen keine, dann ist das nicht nur frech gelogen, denn wir haben zu unserem Namen passend Alternativen aufgezeigt, die selbst den Klimaapokalyptikern mit der Kernenergie, vor allem Reaktoren der Generation 4, einen Weg aufzeigen würde, wie man das Klima, wenn es denn notwendig wäre, retten könnte. Alternativen keine ist schon, wenn man wohlwollend wäre, bitterböse Ironie. Aber noch dümmer, noch bösartiger ist, wenn dort unter Erfüllungsaufwand steht, es gebe keinen, weder für Bürger noch Verwaltung noch Wirtschaft. Obwohl es uns viele Billionen Euro kosten wird, Millionen wertschaffende Arbeitsplätze vernichtet und Millionen Menschen in die Armut getrieben werden. Dann, also spätestens jetzt, muss die Frage erlaubt sein, wes geisten Kindes die Verantwortlichen für dieses Gesetz waren, nur sektenartig fehlgeleitet oder dumm oder schon bösartig und dumm. Aber so ist es in einem Land, in dem Vergewaltiger zu Bewährungsstrafen verurteilt werden und Menschen, die keine Zwangsgebühren für Propaganda und Indoktrinationsfernsehen bezahlen wollen, im Knast sitzen. Wir fordern Freiheit für Georg Thiel, und zwar sofort. Vielen Dank. Rüdiger Kruse, CDU-CSU, ist der nächste Redner. Ja, wunderbar, am Geburtstag reden zu dürfen. Vielen Dank, Herr Präsident. Es ist tatsächlich ein ganz tolles Gefühl, an seinem Geburtstag zu reden. Kann man sich kaum was Schöneres vorstellen. Und dann kommt so ein Vorredner von der AfD und macht einem klar, dass ab einem gewissen Alter, das man erreicht hat, das Leben einfach nicht nur schön sein kann.
Und vor so einem Geburtstag wird man ja mal gefragt, was man sich wünscht. Und ich habe mir mit 16 die Antwort zurechtgelegt: Ich wünsche mir den Weltfrieden. Da meinen viele, naja, ist ja ein bisschen naiv vielleicht, aber der Typ ist ja auch blond. Und es ist aber ein ganz schöner Wunsch. Erstens ist es so, dass meistens geht er ja nicht in Erfüllung, also bisher ist er nicht in Erfüllung gegangen, dann kann man ihn zu Weihnachten wiederverwenden. Und der zweite Punkt ist, dass vielleicht in dieser einen Sekunde, wo man das so scherzhaft gesagt hat, sich der Adressat dann auch berufen fühlt, ein bisschen was dazu beizutragen. Und heute, zum 60. Geburtstag, breche ich es runter. Ich wünsche mir, dass dieses Land, unser Land, innerhalb der nächsten Dekade nachhaltig wird. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass der andere Wunsch auch kommt. Weil ich glaube, dass eine friedliche Welt wird nicht eine Welt sein, in der man den Klimaschutz vernachlässigt. Eine friedliche Welt wird nicht eine Welt sein, in der wir nicht die Belange der Menschen mitnehmen. Das heißt, dass wir den Klimaschutz machen, dass wir die Wirtschaftskraft erhalten und dass wir die sozialen Belange auch im Blick haben. Denn wir hätten ja nichts gewonnen, wenn wir den radikalstmöglichsten Klimaschutz machen und das Leben überhaupt nicht mehr lebenswert ist. Wenn die Leute keine Arbeit haben, wenn wir kein Geld für Bildung haben, wenn es keine Zukunft gibt. Und deswegen steht ja auch hier bei der Debatte der Klimaschutz nach dem Komma. Sehr wichtig, aber das Übergeordnete ist die Nachhaltigkeit. Und 2009 hätten wir bestimmt, da bin ich im Bundestag gekommen, da hätten wir bestimmt noch keine lebhafte Debatte zur Nachhaltigkeit wie heute geführt. Das war dann so ein Orchideenthema. Es gab schon den WBNE, der hat auch immer eine gute Arbeit gemacht. Und dann haben wir uns so hochgesteigert. Wir haben im letzten Jahr hier zwei Debattentage komplett zum Thema Nachhaltigkeit gemacht. Und wir haben heute eine leidenschaftliche Debatte dazu. Wir haben im Herbst letzten Jahres beschlossen, dass Nachhaltigkeit die Leitlinie unserer Politik sein soll. Ja, das sind Worte. Aber das Denken und das Sprechen kommt vor dem Handeln. Und das heißt, da haben wir sehr, sehr viel erreicht. Und wenn man eine Pyramide baut und 2/3 der Steine verbraucht hat, dann ist niemand beeindruckt, auch wir selber nicht. Weil Pyramiden erkennt man an ihrer Spitze. Das heißt, das Beeindruckende ist, wenn wir in dem Jahre 2040, 41, 42 oder bis 45 den Schlussstein setzen und sagen können, ja, wir haben das erreicht, wir haben das gemacht. Und dafür haben wir in den letzten Jahren Grundvoraussetzungen gelegt. Und dafür haben wir mit dem Klimaschutzgesetz auch in einer ersten Fassung einen ganz, ganz wesentlichen Schritt gemacht. Und der ist ja auch vom Verfassungsgericht gar nicht kritisiert worden, sondern was gesagt worden ist, ihr müsst auch noch die folgenden Jahre aufzeigen, wie ihr es machen wollt. Und dann kommt man in die Situation, die ist von der FDP angesprochen worden ist, dass man über viele, viele Jahre ganz genaue Pläne macht. Und dann kann man natürlich sagen, haha, wo willst du denn wissen, was in 10 Jahren ist? Das erinnert mich so ein bisschen an das Thema Wiedervereinigung. Da gab es auch verschiedene Pläne. Der Hauptpunkt für diese Pläne, dass der Nutzen war, dass wir uns in Bewegung gesetzt haben, dass wir in diese richtige Richtung gegangen sind. Und wenn dann auf diesen Schritten das eine oder andere schneller passiert und dafür das andere langsamer, das macht ja nichts. Aber wenn man keinen Plan hat, wenn man nicht weiß, wenn man keinen Kompass hat, dann kommt man niemals am Ziel an. Wenn Sie sich die Haushaltspolitik angucken der letzten Jahre, dann hat sich auch dort viel geändert. Wir haben einen extra Haushalt gemacht wegen der Corona-Krise. Da wäre eigentlich typisch gewesen, dass das nur auf den Augenblick konzentriert gewesen wäre. Und dieser Haushalt entspricht in fast allen Punkten unserer Nachhaltigkeitsvorstellung. Da ist das durchgedacht worden. Also bei einer akuten Krise darauf zu kommen, dass man sagt, wir stärken jetzt, wir stellen unsere Wasserstoffstrategie auf richtig gute Füße. Das ist ja nun weit in die Zukunft gedacht. Und das ist ja auch vollkommen richtig, das so zu tun. Das heißt, wir können nicht zufrieden sein, aber wir können ganz froh sein über das, was wir gemeinsam erreicht haben bisher. Und es ist die Grundvoraussetzung. Deswegen ist es auch ganz klar, dass wir es jetzt machen, vor der Sommerpause, weil wir nicht, wenn es auch nur wenige Monate sind, wir wollen es nicht verlieren, diese Zeit, wir wollen sie nutzen. Wir haben sie in den letzten Jahren gut genutzt und wir werden dieses Tempo auch noch steigern. Das ist das Spannende daran, wenn man sein Ziel hat, wenn man seinen Kurs hat und losläuft. Und mit dieser Geschwindigkeit werden wir unsere Ziele einhalten. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich und ich bedanke mich bei allen von Ihnen, dass Sie da tatkräftig mitgeholfen haben. Vielen Dank.
sagt Rüdiger Kruse aus der CDU-CSU-Fraktion. Und ihm wird jetzt in dieser Debatte über das reformierte Klimaschutzgesetz und die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie Christoph Hoffmann folgen. Er ist Mitglied der FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich spreche heute als Obmann der FDP im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung und als einziger Förster im Deutschen Bundestag zu Ihnen. Zum Thema Nachhaltigkeit, ein Prinzip, das die Förster erfunden haben. Die Förster haben erkannt und sich verpflichtet, dass nicht mehr Holz genutzt werden darf, als nachwächst, damit kommende Generationen auch noch Wald, Holz und Energie haben. Und das wurde dann in Gesetze gegossen, zum ersten Mal im liberalen Baden 1854. Und diese Idee der Nachhaltigkeit wurde geboren, nicht aus irgendeinem Gespinst, sondern aus der Knappheit, aus der ökonomischen Notwendigkeit zur dauerhaften Versorgung einer Produktionsanlage mit Holz, sprich Energie. Und diese ökonomische Notwendigkeit gibt es heute für viele, viele Naturressourcen. Denken wir an Fische in den Meeren. Wo ist denn da die Nachhaltigkeit? Was tut die Menschheit da? Und ich glaube, das darf nicht so weitergehen. Auch in unserem Land ist die Nachhaltigkeit gerade im Regierungshandeln trotz alter und neuer Nachhaltigkeitsstrategie, trotz diverser Gremien nicht ausreichend verankert. Das muss sich ändern, meine Damen und Herren. Denn zum Beispiel, wie steht es um die Nachhaltigkeit der Finanzen? Die Schuldenbremse war doch gedacht, damit für unsere Kinder und Enkel auch noch was da ist. Und wenn es jetzt ein bisschen härter wird und politisch unangenehm wird, dann wollen Grüne, SPD, Linke, CDU vielleicht diese Schuldenbremse wieder lösen. Das gibt es mit den Freien Demokraten sicher nicht. Mehr Geld ausgeben, als man hat, ist nicht nachhaltig. Aber zurück zum Ursprung der Nachhaltigkeit. Wie steht es um Nachhaltigkeit bei Wald und Klima? Wir verlieren weltweit 10 Millionen Hektar Wald jedes Jahr. Und schon jetzt stammen 20% der CO2-Emissionen aus Waldbränden und Flächenbränden. Und um das und alte Energiesünden auszugleichen, brauchen wir weltweit mehr Wald für den Klimaschutz. Exakt das haben die Freien Demokraten 2019 schon gefordert, hier beantragt. Aber das haben CDU, SPD und selbst die Grünen abgelehnt. Und das ist unverantwortliche Parteiräson, meine Damen und Herren. So wird es nichts mit der Nachhaltigkeit. Wald bindet CO2. Schon im Pariser Klimaabkommen ist formuliert, dass wir die Klimaziele nur erreichen können, wenn wir CO2 wieder aus der Atmosphäre herausbekommen. Und in dem neuen Klimaschutzgesetz kein Wort dazu. Das fehlt komplett. Das ist völlig irre und das ist nicht der Pfad, den wir gehen müssen. Nochmals, wir brauchen weltweit mehr Wald für den Klimaschutz, etwa 750 Millionen Hektar. Das ist Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Eimen. Also machen statt reden ist unsere Devise bei den Liberalen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen die Mut- und Ambitionslosigkeit im politischen Handeln beenden. Machen wir das Prinzip der Förster, die Nachhaltigkeit, zur Philosophie unseres politischen Handelns in der Zukunft. Christoph Hoffmann war das für die FDP-Fraktion und Förster ist er von Beruf, hat er ja eingangs gesagt. Und in der Tat aus der Forstwirtschaft kommt ja der Begriff der Nachhaltigkeit, der mittlerweile ja ein sehr viel weiteres Feld umspannt. Lorenz Göster-Beutin ist der nächste Redner. Er ist energie- und klimapolitischer Sprecher der Linksfraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr es heute nicht macht, wird es für eure Kinder und Enkelkinder doppelt oder dreifach teuer. Wenn wir heute nicht handeln, dann haben wir Hunger und Dürre. Welchen Preis sind wir bereit, für unser Überleben zu zahlen? Das, was klingt wie Greta Thunberg, vielleicht im letzten Jahr oder gerade neulich, war die deutsche Bundeskanzlerin 1997 als Umweltministerin. Sie hat gesagt, der Kampf gegen den Klimawandel ist eine Frage des Überlebens. Aber jetzt,
Fast 25 Jahre später müssen wir sagen, sie hat versagt. Sie hat gewusst, was auf uns zukommt, aber sie hat nicht entsprechend gehandelt. Und genau das ist das Problem, mit dem wir gerade konfrontiert sind. Ich zeige Ihnen das einmal. Der Preis des Überlebens als Umweltministerin. Als Wissenschaftlerin hat sie es gewusst. Als Politikerin hat sie nicht damit nachgehandelt, sondern sie hat es zugelassen, dass beispielsweise die Deutsche Bahn in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden ist. Sie hat es zugelassen, dass 6.000 Schienenkilometer abgebaut worden sind, dass ganze ländliche Regionen vom öffentlichen Nahverkehr abgekoppelt worden sind. Sie hat es zugelassen, dass das Erneuerbare Energiengesetz immer weiter ausgehöhlt worden ist, dass immer mehr Ausnahmen für große Konzerne beschlossen worden sind und dass das dann auf die Verbraucherinnen und Verbraucher umgeschrieben worden ist. Und wir müssen ganz klar sagen, eine Politikerin, die so versagt, die gehört abgelöst, und deswegen bin ich froh, dass wir Bundestagswahlen haben und die Chance auf einen echten Politikwechsel haben. Und dieser echte Politikwechsel, der wird nur ohne die Union gehen. Und wir haben ja darüber gesprochen, über den CO2-Preis, jetzt auch über in den letzten Wochen. Dieser CO2-Preis ist zum einen klimapolitisch unwirksam, aber er ist zum anderen krass ungerecht, und ich darf das an den zwei Beispielen noch mal sehr deutlich machen. Erstens, er ist ungerecht für Einkommensschwache, denn dieser CO2-Preis hat eine Entlastung über die sogenannte Pendlerpauschale. Aber die Pendlerpauschale ist eben anrechenbar auf die Lohnsteuer. Das heißt, die, die viel haben, bekommen auch viel zurück bei diesem CO2-Preis, und die, die wenig haben oder die, die gar nichts haben, die gar keine Steuern bezahlen können, die werden zusätzlich belastet durch diesen CO2-Preis. Das ist die bahnbrechende Ungerechtigkeit, vor der wir stehen. Und deswegen sagen wir, wir wollen diesen ungerechten CO2-Preis nicht. Und liebe Grüne, das will ich dann auch noch mal sagen, weil dann, da war leider von eurer Seite auch ein Stück Heuchelei. Hier im Deutschen Bundestag hat Annalena Baerbock Herrn Dobrindt von der CSU das Angebot gemacht, diesen ungerechten CO2-Preis noch zu erhöhen. Und da war keine Rede von einem Energiegeld, da war keine Rede von einem sozialen Ausgleich. Ja, meint ihr wirklich, ihr könnt mit der CSU gemeinsam eine gerechte Klimapolitik machen? Eine gerechte Klimapolitik geht doch nur, wenn wir eine Alternative entwickeln, jenseits von der CSU. Ihr müsst euch auch entscheiden. Und dann steht hier Frau Weisgerber und sagt, ja, eine gerechte Klimapolitik mehr zu machen, das wäre doch unrealistisch. Ich darf Ihnen sagen, was unrealistisch ist. Unrealistisch ist, immer so weiterzumachen wie bisher. Unrealistisch ist, unsere Lebensgrundlagen weiter zu zerstören. Realistisch ist, einfach die Zukunft der Menschheit zu sichern. Realistisch ist, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Realistisch ist, den Kohleausstieg auf 2030 vorzuziehen und gleichzeitig die Beschäftigten zu schützen, gleichzeitig mit den Gewerkschaften gemeinsam zu arbeiten. Es geht doch nur sozial gerecht. Es geht doch nur, wenn wir die Bevölkerung mitnehmen. Und es geht doch nur mit einer klaren Klimapolitik, wo sich niemand rauskaufen kann, die verständlich ist und die sozial gerecht ist für alle in dieser Gesellschaft. Vielen Dank. Unwirksam und ungerecht, so nennt Lorenz Göster-Beutin aus der Linksfraktion den CO2-Preis, und er kritisiert auch die Grünen wegen eines Verhandlungsangebots an die Unionsfraktion. Darauf könnte jetzt, wenn sie wollte, direkt reagieren Sylvia Kotting-Uhl aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist zudem Vorsitzende im Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz. Die machen doch mit euch. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will heute von einem unschönen Begriff reden, nämlich von der Heuchelei, von dem CO2-Preis und seinen Auswirkungen auf die Benzinpreise und dem, was dazu geäußert wurde. Ich zitiere Olaf Scholz: Wer immer weiter an der Spritpreisschraube dreht, ignoriert die Nöte der Bürger. Ich zitiere Andreas Scheuer: In der Mobilität gibt es auch einen sozialen Aspekt. Die FDP möchte eine Benzinpreisbremse, und die Linke redet von Klimapolitik auf dem Rücken der kleinen Leute. Da haben Sie sich wirklich zu einer ganz großen Koalition der Heuchelei zusammengefunden. Von der Verkehrspolitik unseres Verkehrsministers zu reden, lohnt sich ja schon fast gar nicht mehr.
Hätte er mal, wenn er den sozialen Aspekt in der Mobilität wollte, eine ambitionierte Bahnpolitik betrieben, anstatt sich immer nur in Brüssel darum zu kümmern, dass die Grenzwerte nicht angehoben werden. Aber der Suff der kleinen Leute, der war ihm wichtiger als alles andere. Doch zur Sache. Zur Sache. Unser bisherig beschlossenes Klimaschutzgesetz ergibt 2025 einen Preis für das Benzin von 15,5 Cent. Ja? Nehmen wir die wir heute beschließen, Verschärfung dazu, dann ergibt sich ganz einfach, dass unsere Kandidatin an diesem Ergebnis sehr viel näher dran ist als der Kandidat der SPD zum Beispiel. Frau Kollegin, Kollegin Kötting-Uhl, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Beutin? Ja, von mir aus. Ja, ich bin gefragt worden, sorry. Ja, liebe Kollegin Kötting-Uhl, hier im Deutschen Bundestag in der letzten Sitzungswoche hat Annalena Baerbock auf meine Frage, ob man mehr Markt oder mehr soziale Gerechtigkeit, ob man es gemeinsam macht mit einem anderen Bündnis oder ob man das ohne die CDU macht, gesagt, sie will beides, sie will mehr Markt und mehr soziale Gerechtigkeit. Und sie hat ja Dobrindt explizit angeboten, diesen CO2-Preis, wo ihr selbst sagt, dass der sozial ungerecht ist, zu erhöhen. Kannst du mir erklären, wie das sozial gerecht sein soll, diesen CO2-Preis zu erhöhen, gemeinsam mit der Union? Wie wollt ihr das sozial gerecht machen? Das ist vollkommen eine Heuchelei an dieser Stelle, leider auch von euch. Ihr könnt mit der CDU doch keinen sozial gerechten CO2-Preis machen. Mir ist es völlig egal, ganz ehrlich, mit wem wir einen sozial gerechten CO2-Preis machen, wenn wir ihn denn bekommen. Gerne mit euch, gerne mit der SPD, aber gerne auch mit der CDU, so es denn möglich sein sollte. Ich will mal sagen, was ein sozial gerechter Preis ist, ein sozial gerechter CO2-Preis. Niemand hier hat ein Konzept vorgelegt, das wirklich einen sozialen Ausgleich plus Lenkungswirkung bedeutet. Lenkungswirkung und sozialen Ausgleich kriege ich dann, wenn ich das Energiegeld nehme, wenn ich den Bürgern pro Kopf das Geld zurückgebe. Dann habe ich einen sozialen Ausgleich. Dann wird eben nicht die Zahnarztgardin in München, wie es schon wieder heißt, das Energiegeld ja genauso kriegen wie alle anderen und davon profitieren. Nein, sie profitiert davon nicht, denn sie fährt den SUV und sie wohnt in der großen Wohnung und sie chattet mal eben zum Wochenende irgendwo hin. Und genau diese Leute können sich überlegen, ob sie diesen hohen CO2-Preis bezahlen wollen oder ob sie sich umstellen wollen, was wir dringend brauchen. Die Menschen, die wenig CO2-emittierend leben, und das sind die mit den geringen Einkommen, die profitieren von dem Energiegeld. Und ihr habt das leider auch immer noch nicht begriffen. Ich fasse es nicht. So. Ich war bei den Kanzlerkandidaten. Wir haben ja noch einen dritten Kanzlerkandidaten. Und da regiert das Prinzip Wegducken. Spritpreise so oder so, darüber zu reden, das sei kleinteilig, sagt Armin Laschet. Das ist nicht kleinteilig. Das ist ein Stück weit Ehrlichkeit, das wir brauchen. Aber wegducken, ja, wegducken Armin Laschet, so wie er sich in seinem Wahlkreis wegduckt vor einer Konkurrenz, vor einer Auseinandersetzung mit dem Kollegen Oliver Krischer, so duckt er sich weg, wenn heute ein Konzept beschlossen wird, das festlegt, wie die Spritpreise sein werden und hoffen, dass es keiner merkt. So funktioniert das nicht, liebe Leute. So werdet ihr im Wahlkampf nicht reüssieren. Und so könnt ihr die Leute auch nicht mitnehmen, wovon Anja Weisgerber zu Recht redet. Die Leute wollen Ehrlichkeit, sie wollen Redlichkeit, sie wollen wissen, was auf sie zukommt. Und dann reden wir über sozialen Ausgleich und am besten an der Stelle über das Energiegeld. Und ein Wort zum Schluss noch, weil so viel von sozialem Ausgleich und Sozialpolitik, die in unserem Konzept nicht vorkäme, drin war. Klimaschutz ist Sozialpolitik. Wir wissen ganz genau, dass global wie lokal die Menschen mit kleinem Einkommen, die armen Menschen, keine Klimaschutzpolitik, schlechte Klimaschutzpolitik bezahlen werden. Aber auf der anderen Seite kann es auch nicht sein, dass verfehlte Sozialpolitik, für die nicht die Grünen in den letzten Jahren zuständig waren, sondern diese Parteien hier, dass verfehlte Sozialpolitik heute allein über Klimaschutzpolitik ausgeglichen werden soll. So funktioniert das auch nicht.
Silvia Kotting-Uhl war das, Vorsitzende im Umweltausschuss. Und wir halten fest, Umweltpolitik oder der Streit darüber immer auch ein wenig emotional in diesen Zeiten, in Wahlkampfzeiten dann nochmal besonders. Jetzt ein eher seltener Auftritt, ein Regierungschef aus einem Bundesland, Peter Tschentscher aus Hamburg. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Abgeordnete, wenn man als Mitglied des Bundesrates schon die Möglichkeit hat, im Bundestag zu sprechen, dann ist das Klimaschutzgesetz ein sehr guter Grund, das auch wahrzunehmen. Denn Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche, eine gesamtstaatliche Aufgabe, in der Bund, Länder und Kommunen an einem Strang ziehen und gut zusammenarbeiten müssen. Mit der Novelle des Klimaschutzgesetzes werden die Klimaziele mit Rückenwind des Bundesverfassungsgerichts noch einmal erhöht. Das ist wichtig zur Erreichung des 1,5-Grad-Zieles, aber es ist eine enorme Aufgabe. Und wenn wir dabei Erfolg haben wollen, müssen wir uns über die Dimension dieser Aufgabe im Klaren sein. Nirgendwo wird das so deutlich wie in einer großen Metropole wie Hamburg mit rund 2 Millionen Einwohnern, dem größten Industriestandort Deutschlands. Wir haben einen Klimaplan aufgestellt mit rund 400 konkreten Maßnahmen. Es geht allein in Hamburg um über 250.000 Gebäude, die energetisch zu sanieren sind. Eine Mobilitätswende ist zu organisieren mit Milliardeninvestitionen in neue U- und S-Bahnen, hunderte Kilometer neuer Radwege, über 2.000 emissionsfreie Busse und nebenbei noch über 20 Betriebshöfe und Werkstätten, um solche Fahrzeuge mit Elektro- und Wasserstofftechnologie zu betreiben. Das spielt sich in ganz Deutschland ab, im Großen und im Kleinen, überall in ihren Wahlkreisen. Und genau dafür brauchen die Städte und Gemeinden die Unterstützung der Länder und des Bundes. Das ist die erste Botschaft, die ich Ihnen dringend ans Herz legen möchte. Und die zweite Botschaft lautet: Wie man es dreht und wendet im Klimaschutz, wir brauchen in Zukunft enorme Mengen Strom aus Solar-, Wasser- und Windkraft. Enorme Mengen, um fossile Energieträger in der Stromproduktion zu ersetzen und eben auch in den anderen Sektoren, im Verkehr, in der Industrie. In Hamburg wurde gerade mit Unterstützung der Umweltministerin eines der größten Kohlekraftwerke aller Zeiten vom Netz genommen, Anfang des Jahres. Der Strom muss natürlich ersetzt werden. Und das Zweite ist, genau an dieser Stelle soll, wenn es nach uns geht, einer der größten Wasserstoff-Elektrolyseure Europas entstehen. Für den brauchen wir auch viel regenerativen Strom. Und wir brauchen diesen grünen Wasserstoff, um zurechtzukommen mit der Mobilität über große Distanzen, Mobilität im Schwerlastverkehr. Aber wir brauchen diesen Wasserstoff auch zur CO2-Verringerung in der Industrie. Schon heute wird Kupfer in Hamburg mit nur halb so viel CO2 produziert wie im weltweiten Durchschnitt. Zugleich ist das Kupferunternehmen einer der größten Metallrecycling-Unternehmen und nebenbei heizen wir mit der Prozessabwärme Wohnungen in der Hafen City. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Nicht Herr nur bei Bürgermeister, Kupfer, Herr Erster Bürgermeister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Hoffmann? Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Bürgermeister, dass Sie diese Frage zulassen. Wenn ich richtig weiß, gibt es Pläne in Hamburg für ein Holzheizkraftwerk. Und das ist eigentlich eine gute Idee. Aber das Holz dazu soll aus Namibia kommen. Ist das wirklich nachhaltig und sinnvoll? Das ist eine interessante Frage. Wir haben diese Prüfung noch einmal zurückgestellt, weil es dort im Herkunftsland Diskussionen gibt, die wir von hier aus nicht beurteilen können. Aber durchaus ist die Nutzung von Bioenergie, indem wir also Holz, regenerative Produkte nutzen, um zu heizen, durchaus ein Weg, wenn das Regenerative dabei gesichert ist. Da kann ich Ihnen als Förster und Sohn eines Holzkaufmanns nur beipflichten. In der Holzwirtschaft ist es seit Jahrzehnten üblich, darauf zu achten, dass ein Baum, den man fällt, auch wieder neu nachwächst. Ich möchte aber zurückkommen auf die Industrie und sagen: Der Weg, den wir gehen müssen, nicht nur bei Kupfer, bei Stahl, bei Aluminium und in der Industrie insgesamt, das ist der Weg über Innovation. Wir dürfen unsere Industrie, weil sie schon heute klimafreundlicher ist als sonst wo auf der Welt,
Wir dürfen sie nicht verdrängen ins Ausland, sondern wir müssen sie bei uns klimafreundlich und wettbewerbsfähig machen. Denn eins ist klar, wer in Klimaschutztechnologien die Nase vorn hat, der wird auch wirtschaftlich gewinnen. Es geht um Klimaschutz und es geht um Wertschöpfung, um Arbeitsplätze, um Wohlstand für die kommenden Generationen. Deshalb sollten wir das Klimaschutzgesetz von Frau Schulze unterstützen und dann sofort damit beginnen, den regenerativen Energiemix zu verbessern, Reallaborprojekte zu fördern, damit Unternehmen investieren können in neue Technologien. Und wir sollten damit beginnen, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass diese neuen Technologien auch wirtschaftlich genutzt werden können. Und wenn Sie noch Ideen brauchen, laden wir Sie gerne nach Hamburg ein, um zu zeigen, was heute schon geht und wie man das gemeinsam weiterbringen kann. Denn die Ziele sind gesetzt. Ab jetzt kommt es aufs Handeln an. Herzlichen Dank. Der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg im Deutschen Bundestag hat auch eine Zwischenfrage bekommen aus der FDP-Fraktion. Das kennt er aus dem Bundesrat natürlich auch nicht. Bettina Stark-Watzinger ist die nächste Rednerin in dieser Debatte über das reformierte Klimaschutzgesetz und die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Und sie kommt aus der FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Kollegen Lukas Köhler und Christoph Hoffmann haben es klar gemacht. Die Freien Demokraten setzen mit Blick auf Klimaschutz nicht auf das Prinzip Hoffnung, sondern wir wollen durch einen klaren Mengendeckel dem Raubbau am Klima endlich einen Riegel vorschieben. Das ist das wirksamste Instrument und es setzt das frei, was wir in unserem Land haben, nämlich den Erfindergeist. Und machen wir uns nichts vor, nur durch Innovation werden wir den Klimawandel stoppen. Nur durch neue Technologien werden wir Wohlstand und Klimawandel zusammenbringen. Und was wir brauchen, damit wir Vorbild und Taktgeber sein können, sind Kapitalmärkte, die das finanzieren. Denn uns muss bewusst sein, es sind hohe private Investitionen notwendig. Stichwort Sustainable Finance. Was müssen wir also tun? Ja, die Menschen sollen gemäß ihrer Wünsche anlegen können, in Nachhaltigkeit investieren können. Und deswegen brauchen sie eine bessere Datenlage, damit sie langfristig Risiken auch besser einschätzen können. Sie brauchen Standardisierung, sie brauchen Vereinheitlichung und Transparenz. Aber was wir nicht brauchen, ist eine Taxonomie. Wir sollten an Sustainable Finance nicht machen, dass wir eine Taxonomie zu einem planwirtschaftlichen Lenkungsinstrument einsetzen. Die Taxonomie soll in jedem Produktionsprozess vorgeben, was nachhaltig ist und was nicht. Wie werden wir aber nachhaltig, wenn dann der Produzent von Komponenten von Windrädern das gar nicht mehr produzieren kann, weil er keine Finanzierung mehr bekommt? Wie soll unser Mittelstand den Weg zur Klimaneutralität schaffen, wenn keine Bank, kein Finanzinstitut ihn mehr finanziert? Hören wir auf, die klimaneutrale Welt zu zeichnen, wie sie sein soll. Zeigen wir lieber den gangbaren Weg auf, wie wir dorthin kommen. Diejenigen, die Erlösung wollen, die müssen verbieten und müssen beten. Wer Lösungen will, muss arbeiten, Ärmel hochkrempeln und forschen. Ich bin's für Letztere. Machen wir endlich sinnvollen Klimaschutz. Bettina Stark-Watzinger war das für die und nächster aus Redner der FDP-Fraktion. Das war jetzt ein Versprecher. Nächster Redner ist Andreas Lenz, der kommt aus der Unionsfraktion, das lässt sich auch einfacher aussprechen, und ist Vorsitzender im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vieles wurde im Bereich der Nachhaltigkeit während der letzten Jahre erreicht. Wir haben keine Zeit verloren, Herr Hofreiter, aber wir haben auch natürlich keine Zeit zu verlieren. Wir haben das Klimaschutzziel 2020, 40% CO2-Reduzierung erreicht. Das wird oft ein bisschen unterschlagen. Das ist eine Riesenanstrengung und eine große Leistung für ein Industrieland, das wir sind und das wir natürlich auch bleiben wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben geliefert mit dem Klimaschutzpaket und mit dem Konjunkturpaket, das ganz klare Akzente in Richtung Klimaschutz eben auch beinhaltet. Investitionen
in Höhe von insgesamt 80 Milliarden Euro in Anreize und Innovation. Und diese wirken, das sehen wir. Wir setzen nicht nur ambitionierte Ziele, wir liefern auch mit konkreten Maßnahmen, die auch greifen. Und das werden wir auch weiter so machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dennoch sehen wir doch auch, dass die Dimension der Aufgabe Klimaneutralität gewaltig ist. Und wir wollen dabei eben alle Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen. Die Ökologie, also den Klimaschutz, die soziale Dimension, niemanden zurückzulassen, und die Ökonomie, die wirtschaftliche Entwicklung. Wir bringen die Dinge zusammen, wir bringen die Menschen zusammen. Das ist der Unterschied zwischen uns im Gegensatz zu anderen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Debatte über Nachhaltigkeit, über eine nachhaltige Entwicklung ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und das muss sie auch raus aus den Parlamenten, raus aus den Gremien, raus aus der Community, hinein in die Breite der Gesellschaft. Es geht dabei darum, heute schon an morgen zu denken oder anders gesagt, der Zukunft gegenüber der Gegenwart zu ihrem Recht zu verhelfen. Andere bezeichnen nachhaltige Politik auch als Enkeltauglichkeit. Die Brundtland-Kommission definierte die nachhaltige Entwicklung im Sinne, dass die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt werden, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Was das konkret bedeutet, darüber ringen, darüber diskutieren wir im Parlamentarischen Nachhaltigkeitsbeirat. Was uns eint, dass wir alle zu einer nachhaltigen Entwicklung stehen, auch wenn wir zuweilen recht unterschiedliche Dinge darunter verstehen. Danke an dieser Stelle für die Zusammenarbeit in einem ganz besonderen Gremium, auf das wir als Bundestag aus meiner Sicht auch ein Stück weit stolz sein dürfen. Nachhaltigkeit, eine nachhaltige Entwicklung ist auch immer ein Prozess. Schaut man auf die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, dann sind wir bei der Zielerreichung nicht überall auf Kurs, während wir beispielsweise bei der Ressourcenschonung, bei dem Ausbau der Erneuerbaren auf Kurs sind, sogar die Ziele übererfüllen, sieht es beim Endenergieverbrauch beispielsweise im Personenverkehr oder auch bei der sogenannten globalen Umweltinanspruchnahme leider schlechter aus, aber daran arbeiten wir auch. Wir machen uns hier ehrlich und arbeiten ambitioniert an der entsprechenden Zielerreichung. Wir sehen an den Indikatoren auch, dass Nachhaltigkeit natürlich auch Klimaschutz beinhaltet, aber eben nicht nur. Wir brauchen eine wirtschaftlich positive Entwicklung, um die Ziele in Gänze überhaupt erreichen zu können, auch beim Klimaschutz. Dafür muss Carbon Leakage verhindert werden, die Abwanderung der Industrie verhindert werden. Dafür brauchen wir global anschlussfähige, marktlich basierte Konzepte. Wir müssen die Dinge letztlich zusammenbringen und auch zusammendenken, eben auch hier. Und das machen wir, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir als Beirat sind für die Aufnahme der nachhaltigen Entwicklung als Staatsziel im Grundgesetz. Der Vorteil einer solchen Staatszielbestimmung besteht darin, dass eben alle drei Dimensionen abgebildet sind: Umwelt, Soziales und Ökonomie. Die entsprechende Abwägung muss immer dann individuell vorgenommen werden. Als Beirat haben wir die Nachhaltigkeitsprüfung bei der Gesetzgebung gestärkt und wollen das auch weitermachen. Im Rahmen der Gesetzesfolgenabschätzung bietet sich hier weiter sehr, sehr hohes Potenzial, auch bei der Entbürokratisierung des Gesetzgebungsprozesses insgesamt. Wir brauchen immer auch die europäische Komponente, auch den globalen Ansatz beim Thema der nachhaltigen Entwicklung, übrigens auch beim Klimaschutz. Die EU geht mit dem sogenannten Green Deal ambitioniert voran, beispielsweise übrigens auch beim Bereich der Kreislaufwirtschaft, ein wichtiger Teil auch einer nachhaltigen Entwicklung. Wir müssen letztlich Nachhaltigkeit richtig machen. Übrigens haben wir mit der Kohlekommission, mit dem Kohleausstieg gezeigt, wie das geht, die Dinge zusammenzubringen und Zukunftsperspektiven zu geben. Leave no one behind, niemanden zurückzulassen, das nehmen wir ernst. Wir wollen Perspektiven in allen Bereichen, Deutschland als Chancen, Deutschland als Aufstiegsland, nachhaltig und zukunftsfähig. Die Grundlage für all das ist auch und gerade die finanzielle Nachhaltigkeit. Auch hier geht es letztlich um Generationengerechtigkeit, jetzt nicht zulasten kommender
Generationen zu wirtschaften, sich nicht übermäßig zulasten der folgenden kommenden Generation zu verschulden. Wir als Union stehen für Solidität der Haushalte. Auch das ist Nachhaltigkeit. Zu dieser finanziellen Solidität müssen und werden wir entsprechend nach der Krise auch zurückkehren. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Das hat sich auch in dieser Krise entsprechend bewahrheitet. Solide, modern, nachhaltig und damit zukunftsfähig. Das ist unser Bild für die Zukunft. In dem Sinne, herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will mal darauf aufmerksam machen, dass Sie noch etwa eine gute halbe Stunde Zeit haben, bis die Wahlurnen für die 5 Wahlgänge geschlossen werden. Und jetzt erteile ich als nächstem Redner dem Kollegen Kai Wittacker, CDU-CSU, das Wort. Und wir können schnell noch die Information einwerfen, dass die allermeisten Abgeordneten tatsächlich schon abgestimmt haben. Wir sehen das nämlich direkt vor unserer Nase, ist der Eingang in die Lobby, wo da auch die Abstimmungsurnen sind und die Abstimmungskabinen. Jetzt sehen wir es auch sogar nochmal und wie gesagt, es kommen nur noch vereinzelte Abgeordnete. Die allermeisten haben inzwischen abgestimmt. Präsident, jetzt Kai Wittacker. Werte Kolleginnen und Kollegen, angesichts der sinkenden Umfragewerte der Grünen amüsiert es mich ja schon, wie Sie jetzt argumentativ um sich schlagen, allen voran leider auch Sie, Frau geschätzte Kollegin Hasselmann. Sie haben uns letzte Woche vorgeworfen, beim Klimaschutzgesetz nichts zu tun. Und dann packen Sie darunter auch noch auf Twitter den Hashtag Klimaheuchler dazu. Ich kann nur sagen, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz ist am 29. April gefällt worden. Das ist exakt 43 Tage her. In der Zwischenzeit gab es 2 Sitzungswochen. In der letzten Sitzungswoche haben wir bereits angekündigt, dass wir in dieser Woche über das Klimaschutzgesetz beraten werden. Wir sind keine Klimaheuchler, sondern wir machen unsere Arbeit. Heuchlerisch ist, wenn Sie uns vorwerfen, nichts zu tun, obwohl Sie es besser wissen müssten. Sie wollen einen fairen Wahlkampf führen mit Fakten und Argumenten und ohne persönliche Diffamierung. Wenn das Ihr fairer Wahlkampf ist, dann verzichten wir gerne darauf. Eines macht mich aber wirklich fassungslos. Mit Ihrem Wahlkampfgetöse von den Grünen gefährden Sie echte Nachhaltigkeitspolitik. Und ich möchte da wirklich mal diese Spritpreisdebatte auch aufgreifen. 16 Cent mehr für den Liter haben Sie gefordert. Was heißt denn Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit heißt, dass man wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte unter einen Hut bringt, um eine tragbare Lösung zu finden. Also 16 Cent mehr pro Liter. Da gab es große Empörung. Wir haben Sie dafür kritisiert. Sie werfen uns dagegen Heuchelei vor, weil wir durch den nationalen CO2-Preis den Sprit auch um 15 Cent teurer machen. Eins vorweg, ja, richtig, wir machen auch den Sprit teurer. Es geht uns auch gar nicht um die Frage, ob wir die fossilen Brennstoffe teurer machen sollen. Aber wir streiten über die Frage, wie wir da hinkommen. Und wir erhöhen die Benzinpreise in 5 Jahren schrittweise. Und Sie wollen den Spritpreis auf einen Schlag erhöhen. Unsere Rechnung heißt 15 Cent und nicht 15 Cent plus 16 Cent obendrauf. Das ist der Unterschied. 16 Cent ist der Vorschlag, ökologisch sinnvoll, höchstwahrscheinlich nicht. Jeder Autofahrer müsste ca. 75 Euro mehr für den Sprit ausgeben. Das wird niemanden dazu bewegen, aufs E-Auto umzusteigen. Deshalb sagen wir den Leuten, der Sprit wird in den kommenden 5 Jahren etwas teurer, danach noch teurer. Deshalb nutzt die Zeit, nehmt die Subvention in Anspruch, steigt um, wenn ihr euch ein neues Auto anschafft. Ist der Vorschlag wirtschaftlich sinnvoll? Ebenfalls Fehlanzeige. Wenn man die heutigen Steuern auf Benzin in einen CO2-Preis umrechnet, kommt man jetzt schon auf fast 300 Euro die Tonne. Das ist fast 10-mal mehr, als jeder andere Bereich bezahlen muss. Und das, obwohl in diesen anderen Bereichen mit heutiger Technologie und weniger Kosten mehr CO2 eingespart werden kann. Ich frage mich, warum Sie sich ausgerechnet die Autofahrer noch mal rauspicken. Ich glaube, Sie haben Ihren Kampf gegen das Auto noch nicht aufgegeben. Ist der Vorschlag denn wenigstens sozial gerecht? Auch da halten Sie den Praxistest nicht stand. Sie wollen ein Bürgerenergiegeld einführen, also eine Kopfpauschale, wo jeder Bürger Geld zurückerstattet bekommt, das ihm erst abgeknöpft wird. Konkret heißt das ja, der Bürger geht in Vorleistung und wartet brav, dass er sein eigenes Geld wieder zurückbekommt. Und obendrein bauen Sie eine Bürokratie auf. Wir bräuchten von jedem die Kontodaten, um 7,50 Euro pro Monat und Person überweisen zu können. Das ist eine Lösung aus dem Theoriehandbuch, meine Damen und Herren. Herr Kollege Wittacker, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Herzlich gerne, ja.
Na, Entschuldigung, das sind jetzt so viele verdrehte Zahlen im Raum, dass ich doch einmal kurz reingehen will. Also erstens, wir fordern nicht 15 Cent plus 16 Cent, Sie fordern 15 Cent, wir fordern 16 Cent. Das ist kein sehr großer Unterschied. Zweitens, auch die Bahn zum Beispiel zahlt für ihre Strecken. Dass also über den Autoverkehr auch zum Beispiel die Finanzierung der Straßen mit drin ist, etwas völlig Normales und können Sie nicht auf den CO2-Preis anrechnen. Drittens, Bürgerenergiegeld. Sie haben gerade gesagt, es bringt doch gar nichts, wenn man es am Ende vom Jahr zurückbekommt. Ja, dann, wir sind doch der Gesetzgeber. Dann gestalten wir es eben so, dass man das Geld vorher zurückbekommt. Bei der EEG-Umlage funktioniert es doch auch, dass man vorher berechnet und die Umlage macht und dann hinterher ausgleicht. Natürlich kann man das Bürgerenergiegeld auch am Anfang des Jahres auszahlen und dann hat jeder Bürger das. Und ja, natürlich ist das sozial gerecht. Ja, die Reicheren, die Leute mit dem, die 10% reichsten Deutschen, ja, die haben ungefähr, verursachen die so viel CO2-Ausstoß wie die gesamte ärmere Hälfte zusammen. Das heißt, die Leute mit wenig Geld in der Tasche bekommen deutlich mehr Geld zurück über das Bürgerenergiegeld, als sie zahlen über den CO2-Preis. Das, was ungerecht ist, das ist der Status quo. Das, was ungerecht ist, das ist es heute, dass wir nämlich die knappe Ressource Atmosphäre, die knappe Ressource, wie viele Emissionen gehen eigentlich noch für die Klimaziele, die Sie auch unterstützen, dass wir diese knappe Ressource völlig kostenlos hergeben, die aber massiv vor allem von den Wohlhabenden genutzt wird. Das heißt, der Status quo ist doch so, dass die Leute mit wenig Geld in der Tasche, die subventionieren, die viel Geld haben. Danke. Ich hatte jetzt etwas Mühe, die Frage zu identifizieren, die Sie mir jetzt in Ihren 3 Minuten da vorgetragen haben. Aber ich kann das gerne noch mal versuchen zu beantworten. Noch einmal, wenn man Ihre 16 Cent umrechnet in ein Bürgerenergiegeld, dann kommt 7,50 Euro bis maximal 8 Euro pro Monat pro Person raus. Das wollen Sie jedem Deutschen überweisen monatlich. Und dazu brauchen Sie von jedem die Kontodaten. Die haben Sie nicht. Das ist ein riesiger Bürokratieweg. Deshalb haben wir einen anderen, pragmatischeren Weg vorgeschlagen, nämlich, dass wir sagen, wir wollen die Pendler oder wir haben die Pendlerpauschale erhöht, wir haben für Geringverdiener einen Mobilitätsbonus eingeführt und wir werden die EEG-Umlage weiter absenken. Wir haben es Anfang dieses Jahres gemacht und wir werden es auch in Zukunft tun. Und genau das ist der Weg, den wir als Union weitergehen wollen, dass wenn der CO2-Preis weiter steigt, an anderer Stelle Steuern und Abgaben in gleichem Umfang sinken müssen. Das ist unser pragmatischer Weg. Wir brauchen Ihr kompliziertes Bürgerenergiegeld nicht. Wir müssen das Geld den Bürgern nicht umständlich zurückgeben, sondern wir nehmen es ihnen erst gar nicht aus der Tasche. Ein bisschen mehr Pragmatismus bei der Debatte. Warum also brechen Sie sowas vom Zaun? Alles, was Sie bewirken mit dieser Debatte, ist, dass sich die Menschen von so einer Politik abwenden, weil sie Klimaschutz als Konsumverzicht empfinden. Und dafür gibt es in diesem Land keine Mehrheiten. Damit schaden Sie aktiv dem Klimaschutz in diesem Land. Und deshalb bin ich umso dankbarer dafür, dass wir als Union hier für eine klare, nachhaltige Politik in den letzten Jahren eingestanden sind. Wir müssen in Zukunft es nämlich schaffen, dass wir Gesetze nämlich nicht nur nach den Kosten bewerten, sondern auch nach dem Nutzen. Und das können wir am besten, indem wir die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN nehmen und daran die Gesetze messen, was sie in Zukunft auch bringen. Und ich bin froh, dass der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung genau das so durchgesetzt hat, und der Bundestag letztes Jahr die entsprechenden Mittel genehmigt hat, um ein solches System zu entwickeln. Insofern bin ich dem Bundesverfassungsgericht auch sehr dankbar für sein Urteil, weil es genau diese Politik unterstützt. Politik muss sich daran messen lassen, ob sie generationengerechte Entscheidungen trifft. Wir müssen Lust machen auf den Klima, auf die Bekämpfung des Klimawandels, indem wir Forschung, Innovation anreizen, Ideen setzen und nicht, indem wir den Leuten Konsumverzicht predigen. Dafür werden Sie keine Mehrheiten haben. Und mit Blick auf Ihr Wahlprogramm kann ich nur sagen, Ihr Wahlprogramm, Ihr Ausgabenwahlprogramm ist höchstwahrscheinlich verfassungswidrig. Das macht nämlich schon den Unterschied aus zwischen einer Partei, die Führungsanspruch will, und einer Partei, die Führungsanspruch hat, die Größe, sich an den eigenen Forderungen messen lassen zu müssen. Und darum wird es in diesem Wahlkampf gehen. Danke. Sagt Kai Whittaker, Obmann für die Unionsfraktion im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung. Und ein kleines bisschen haben wir es ja auch geahnt, dass das Thema Klimaschutz ein Wahlkampfthema werden wird. Und man musste dafür nur die vergangenen 14 Tage beobachten und die Diskussion um einen vorgezogenen höheren CO2-Preis bzw. die Entwicklung
der Spritpreise und die Diskussion darüber. Michael Tews ist der nächste Redner, er kommt aus der SPD-Fraktion und ist Obmann im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung, wie so manche Redner in dieser Debatte hier. Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Klimaschutz, das war heute noch mal in der Debatte ganz deutlich, ist das zentrale Thema unserer Zeit. Aber ich will den Blick noch etwas weiten, denn der Schutz der natürlichen Ressourcen, der Umbau der Wirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft und die Bewahrung unserer Umwelt, die sind keinesfalls von dem Thema Klimawandel zu trennen. Nachhaltiges Handeln ist essentiell. Es ist essentiell, um nachfolgenden Generationen ein Leben auf diesem Planeten zu ermöglichen, beim gleichzeitig hohen Lebensstandard auch für zukünftige Generationen. Die Vielfalttätigkeit des Begriffs Nachhaltigkeit spiegelt sich dabei in den 17 SDGs. Ich habe das Zeichen, wie viele Kolleginnen und Kollegen, auch hier am Revers. Es ist, sag ich mal, festgelegt worden 2015 im Rahmen der Agenda 2030. Und es ist ganz wichtig, dass wir diese Ziele im Auge behalten. Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat auch in dieser Legislaturperiode wieder viele Fachgespräche zu dem Thema geführt, mit Vertreterinnen aus Wirtschaft, Wissenschaft, der Zivilgesellschaft und viel mehr. Und ich will das vielleicht hier noch mal ganz deutlich sagen. Das, was wir daraus gelernt haben, das, was wir von den Experten erfahren haben, sind das Geschäftsmodell, das Vorhaben, die heute Nachhaltigkeit nicht berücksichtigen, langfristig scheitern werden. Das muss man einfach an der Stelle noch mal festhalten. Deutschland hat die Chance, neue Innovationen voranzubringen. Wir sprechen aktuell von der Dekade des Handelns für Nachhaltigkeit, und wir müssen heute die Weichen stellen, um dieser Vorreiterrolle auch gerecht zu werden. Mit der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie haben wir einen Fahrplan, um dieses Ziel auch erreichen zu können. Die Nachhaltigkeitsziele müssen aber dabei nicht isoliert betrachtet werden, sondern sie müssen zusammengedacht werden. Genau da greift jetzt die Nachhaltigkeitsstrategie an. Der Klimawandel und die Corona-Pandemie haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, vorausschauend zu handeln. Das Thema Resilienz, also Krisenvorbeugung und Krisenbewältigung, wurde ebenfalls in der Aktualisierung der Nachhaltigkeitsstrategie aufgenommen. Und aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, ist das auch das richtige Zeichen. Im PBNE haben wir sowohl die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie intensiv begleitet, die Zusammenarbeit, das will ich hier auch noch mal sagen, die Diskussion ist ja heute sehr aufgeregt, ja, der Wahlkampf lässt grüßen, aber in vielen Dingen waren wir konsensorientiert, und ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die im Parlamentarischen Beirat mitgewirkt haben. Um der Nachhaltigkeit auch auf parlamentarischer Ebene noch mehr Gewicht zu verleihen, bedarf es allerdings grundlegender Veränderungen. Wenn wir natürliche Ressourcen, unsere Ökosysteme und das Klima schützen wollen, dann muss Nachhaltigkeit das zentrale Prinzip des politischen Handelns werden. Hierfür brauchen wir noch weiterreichende Gesetzesfolgenabschätzungen und die Umwandlung des PBNE in einen eigenen Nachhaltigkeitsausschuss. Der PBNE hat deshalb auch eigene Vorschläge eingebracht und in seinem Arbeitsbericht auch noch mal darauf hingewiesen. In den Fachgesprächen des PBNE wiesen die Expertinnen und Experten immer wieder auch auf die Rolle der Kreislaufwirtschaft hin, eine Auffassung, die ich ja bekanntermaßen teile. Nicht umsonst ist die Nachhaltigkeitsstrategie als einer der neuen Transformationsbereiche auch mit aufgenommen worden. Dabei geht es darum, dass wir als Einzelperson nicht nur weniger Ressourcen verbrauchen, sondern dass Konsum und Produktion komplett neu gedacht werden. Ressourcen dürfen nicht mehr verbraucht werden, sie müssen gebraucht werden. Mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsgesetz, der Einweg-Kunststoffverordnung und vielen Dingen mehr haben wir in dieser Legislaturperiode viel erreicht, und meine Fraktion hat immer dafür gekämpft, dass wir diese Dinge auch voranbringen. Mit dem beschlossenen Kohleausstieg, der Reform der erneuerbaren Energie und des Klimaschutzgesetzes haben wir den anderen wichtigen Bereich der regenerativen Energien wirklich in dieser Legislaturperiode angepackt und viele Dinge dort auf den Weg gebracht. Das Denken in Kreisläufen stellt eine wichtige Säule der Nachhaltigkeit dar. Als SPD ist es uns deswegen auch besonders wichtig, dass auch die soziale Dimension nicht vernachlässigt wird. Nachhaltigkeit darf nicht nur für diejenigen attraktiv sein, die es sich leisten können. Und auf diesem Weg müssen wir alle Bürgerinnen und Bürger mitnehmen, denn Nachhaltigkeit bringt auch neue Chancen für uns und folgende Generationen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, gilt auch nicht nur in Deutschland, sondern auch für unsere Partner in der ganzen Welt. Die Verstöße gegen Menschenrechte, Zerstörung der Umwelt werden wir auch hier vor Ort langfristig spüren.
Dafür brauchen wir auch ein starkes und durchsetzungsfähiges Lieferkettengesetz. Faire Bedingungen bedarf es hierzulande auf dem Arbeitsmarkt, in der Bildung und im Gesundheitssystem. Wir setzen uns für die Verbindung von sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit ein. Denn das zentrale Prinzip der Agenda 2030, wir haben es gerade schon gehört, lautet Leave no one behind. Niemand soll zurückgelassen werden. Nur so kann echte Nachhaltigkeit wirklich entstehen. Vielen Dank. Michael Tews war das, Obmann im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung oder wie er gesagt hat, PBNE, ist ja auch sehr viel kürzer. Kein Ausschuss, daher weniger Möglichkeiten zu agieren hat dieser Parlamentarische Beirat. Aber er hat eine Stellungnahme abgegeben zum Nachhaltigkeitsbericht der Bundesregierung und das wird ja hier auch mitdiskutiert. Dieser Bericht als auch die Stellungnahme dazu. Sibylle Benning ist die nächste Rednerin, auch sie Mitglied in eben diesem Beirat und außerdem stellvertretende Vorsitzende im Bildungsausschuss. Ein Jahrzehnt der Nachhaltigkeit. Das war das Motto des 20. Jahrestages des Rates für nachhaltige Entwicklung am Dienstag. Innerhalb der planetaren Belastungsgrenzen wirtschaften und zugleich ein Leben in Würde für alle Menschen ermöglichen. Das hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen als die größte wirtschaftliche Transformation und Modernisierungschance seit der deutschen Einheit bezeichnet. Unser Fahrplan dafür ist die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Ich bin überzeugt, dass wir für die gelungene Transformation zu einer nachhaltigen Lebensweise eine aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger brauchen. Wir müssen uns als Gesellschaft darüber verständigen, wie wir uns ein gutes Leben künftig vorstellen und wie wir zu einem werteorientierten, nachhaltigen Wachstum kommen. Als Mitglied des Bildungs- und Forschungsausschusses bin ich gerne Botschafterin für Nachhaltigkeit innerhalb und außerhalb des Parlaments. Denn das BMBF fokussiert schon große Bereiche seines Handelns auf Nachhaltigkeit. Im Bildungsbereich wird der nationale Aktionsplan Bildung für eine nachhaltige Entwicklung konsequent umgesetzt. Und wir haben die FONA-Strategie, die Strategie für Forschung für nachhaltige Entwicklung, jetzt auf 4 Milliarden € verdoppelt. Zum Beispiel erforscht FONA ressourceneffiziente Stadtquartiere für die Zukunft. Wissenschaft und Forschung helfen, die Transformation real werden zu lassen, Chancen zu nutzen und geben der Wirtschaft Planungssicherheit. Nachhaltigkeit ist eine Querschnittsaufgabe, die alle Politikbereiche betrifft. Wir haben großen Handlungsbedarf bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie, denn wir verfehlen ihre Ziele in vielen Bereichen. Der PBNE hat in mehreren Stellungnahmen in dieser Wahlperiode formuliert, wie wir Nachhaltigkeitspolitik strukturell wirksamer umsetzen können. Dazu zählt ein kohärenteres Handeln der einzelnen Ministerien und in jeder Legislaturperiode eine Bestandsaufnahme zur Umsetzung und Erreichung der 17 Ziele zu erarbeiten, als Grundlage für Etappenziele, die die Bundesregierung sich jeweils vornimmt. Das haben wir schon beschlossen. Für die kommende Wahlperiode hoffe ich, dass die Plenarwoche Nachhaltigkeit und Klima eine feste Institution im Parlamentskalender werden wird, weil das Plenum des Bundestages der Ort für gesamtgesellschaftliche Zukunftsfragen ist. Wir müssen das große Ganze bei unseren Zielen für Klimaneutralität, Ressourcenschonung, Artenvielfalt, nachhaltiges Wachstum im Blick behalten. Und es muss regelmäßig Grundsatzdebatten dazu geben. Die vielleicht noch wichtigere Empfehlung ist, einen echten Nachhaltigkeitscheck für Gesetze durchzuführen. Ich erhoffe mir davon mehr Transparenz über Zielkonflikte, die es häufig zwischen einzelnen Zielen der nachhaltigen Entwicklung gibt, und eine für jeden nachvollziehbare Bewertung dieser Dilemmata. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es war mir eine große Ehre, die Arbeit des PBNE der letzten beiden Wahlperioden zu begleiten. Da dieses jetzt voraussichtlich meine letzte Rede im Plenum des Bundestages ist, möchte ich allen Kolleginnen und Kollegen, die sich für die konsensuale Arbeit in diesem Beirat konstruktiv engagiert haben, für die gute, fraktionsübergreifende Zusammenarbeit danken. Wir sollten den Aufbruch in ein Jahrzehnt der Nachhaltigkeit beherzt angehen. Und ich drücke die Daumen, dass dafür in der kommenden Wahlperiode auch ein neuer Ausschuss für nachhaltige Entwicklung einen Schub gibt. Vielen Dank. Und das werden wir und Sie in den kommenden Tagen, auch vor allem in der nächsten Sitzungswoche, dann häufiger noch mal erleben. Letzte Reden von Abgeordneten, also Abgeordnete, die nicht wiederkommen werden in der nächsten Legislaturperiode ins Parlament. Jetzt haben wir es hier eben erlebt mit Sibylle Benning. Könnte auch gelten für Marco Bülow, der ja für die SPD-Fraktion mit der SPD-Fraktion hier lange am Start gewesen ist, aber jetzt inzwischen fraktionslos, und ob er seinen Wahlkreis nochmal gewinnt in Dortmund, das ist dann doch ein wenig fraglich zumindest. Sehr geehrte Damen und Herren,
Das Bundesverfassungsgericht urteilte, dass fehlender Klimaschutz die Freiheit der jungen und der zukünftigen Generationen gefährdet. Ich würde gerne deswegen die kurze Rede nutzen, über den Begriff Freiheit zu sprechen. Freiheit, ein sehr hohes Gut, auch für mich. Hannah Arendt, die Philosophin, hat dazu das in ihren Mittelpunkt ihrer Arbeit gestellt, dazu einen Aufsatz, die Freiheit, frei zu sein, verfasst. Ich kann nicht nur den Liberalen, sondern insgesamt den Menschen empfehlen, dieses Buch zu lesen. Ihre Hauptaussage ist, Freiheit, frei zu sein, bedarf es, die Befreiung muss der Freiheit vorangehen, die Befreiung von Furcht und sozialer Not. Ansonsten gibt es keine Freiheit. Und genau das muss in den Mittelpunkt stehen. Das hat absoluten Vorrang. Und deswegen ist eine Verkürzung von Freiheit auf die Freiheit des Marktes oder die Freiheit beim Rasen auf der Autobahn eine absolute Verkürzung und nicht statthaft und diesem Begriff nicht angemessen. Hans Jonas, ein weiterer Philosoph, hat das erweitert, hat die Verbindung von Freiheit und Verantwortung zusammengebracht. Er spricht von der Verantwortung unseres Handels und vom Prinzip Verantwortung, wo er sich auch auf Kant beruft. Und dort wird deutlich, dass wir nicht alles tun dürfen, was wir wollen oder was wir können. Freiheit endet immer da, wo es die Freiheit von anderen und eben auch der zukünftigen Generationen einschränkt. Seine Maxime ist, handle so, dass die Wirkung deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz, ich wiederhole nochmal, mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Auch das ist eine umweltpolitische Verantwortung, unsere Lebensgrundlagen permanent zu schützen. Ansonsten wird die Freiheit gefährdet, spätestens die unserer Kinder und Enkel. Und genauso sollten wir handeln. Das heißt, dass Umweltschutz, Klimaschutz, Menschenschutz ist, das vergessen wir so häufig. Und genau dort haben wir versagt. Dort sind wir unserer Verantwortung eben nicht gerecht geworden, weil wir in den letzten 30, 40 Jahren nicht darauf geachtet haben, ob wir alle Ressourcen verbrauchen, ob wir so viel CO2 in die Luft schießen und ob wir so weitermachen, dass unsere Kinder eben nicht mehr diese Freiheit haben. Und das ist übrigens der Begriff der Ökodiktatur. Das ist nicht der Begriff, dass irgendjemand Beschränkungen und so weiter beschließt, sondern der Begriff der Ökodiktatur ist, dass wir unser Handeln heute so praktizieren, unsere Beschlüsse so praktizieren, dass unsere Kinder und Enkel am Ende eben nicht mehr frei sind, dass sie unter einer Ökodiktatur leben. Und das ist die klare Einschränkung von Freiheit, die wir nicht zulassen dürfen. Deswegen müssen wir handeln. Und deswegen ist es auch unstatthaft, ökologische und soziale Belange auseinanderzubringen. Es ist unglaublich, dass einige auf einmal ihr soziales Herz entdecken nach vielen unsozialen Beschlüssen, wenn es dann um Klimapolitik geht. Und genau das müssen wir unterbinden und das müssen wir hinkriegen, diesen Freiheitsbegriff wieder auf die Füße zu stellen. Dann wären wir einen Schritt weiter und dann hätten unsere Kinder und Enkel auch eine Chance. Vielen Dank. Philosophische Anmerkungen von Marco Bülow und er war der drittletzte Redner in dieser Aussprache und folglich der vorletzte Matern von Marschall, der aus der Unionsfraktion kommt und auch Mitglied im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung ist. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Im September 2015 haben die Vereinten Nationen die globalen Nachhaltigkeitsziele angenommen. Es waren nur zwei Parlamentarier aus dem Deutschen Bundestag dort, der Kollege Träger von der SPD und ich. Und es war insofern auch der Beginn einer stärkeren parlamentarischen Beteiligung zu diesem global relevanten Thema. Und wenn ich sage parlamentarische Beteiligung, dann meine ich auch eine Beteiligung der Öffentlichkeit, die wir als Parlamentarier in dieser repräsentativen Demokratie hinaustragen. Das ist jetzt sehr viel besser geworden. Wir hatten selber hier ja die Debatte dazu. Wir hatten den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, hier zu Gast, der im Dezember vergangenen Jahres auch auf diese wichtigen Ziele hingewiesen hat. Was können wir im internationalen Kontext, was kann Deutschland beitragen, um diese Ziele auch in anderen Ländern voranzubringen? Es geht ja vor allen Dingen auch um die Frage der Datenerhebung. Also es geht um die Frage, wie können die Indikatoren, die in dieser globalen Nachhaltigkeitsagenda existieren, besser überprüfbarer sozusagen
evaluiert und dargelegt werden. Da machen wir einiges, da machen wir vor allen Dingen vieles in der Forschung. Und da ist noch viel Arbeit zu leisten. Insbesondere, wenn ich mir, und das ist ja mit dem Begriff Mutter Erde so wesentlich verknüpft, anschaue, welchen internationalen Schutz der Wälder, Kollege Hoffmann von der FDP hat darauf angesprochen, aber auch der Böden wir vorantreiben müssen. Hier müssen wir aber auch erst mal wissen, was eigentlich die Beiträge auch zum Klimaschutz durch diese Maßnahmen, nämlich der Kohlenstoffspeicherung in Böden, der Kohlenstoffspeicherung in Wäldern bedeutet. Hier ist viel Forschungsarbeit zu leisten. Forschungsarbeit, die auch etwa in meiner Heimatstadt in Freiburg im Breisgau in der Forstlichen Versuchsanstalt geleistet wird. Forschung, die aus dem Bundesforschungsministerium, auch aus dem Landwirtschaftsministerium unterstützt wird und die dann auch andere Länder in die Lage versetzt, ihre Beiträge zum globalen Klimaschutz besser und zielgerichteter und nachvollziehbarer zu machen. Wir unterstützen diese Arbeit zum Beispiel auch beim Schutz des Regenwaldes in Brasilien in großem Umfang, übrigens im Einklang auch mit dem Schutz der indigenen Völker, die in weiten Teilen in diesen großen Naturräumen, den großen Urwäldern leben. Ich halte das für ganz wichtig. Dort gehen Menschenrechte zusammen mit globalen Nachhaltigkeitszielen und Klimaschutz Hand in Hand. Ich denke, wir sollten in Zukunft noch mehr darauf achten, dass die freiwilligen Berichte der Länder, auch der Bundesrepublik Deutschland, zum Fortschritt in den Nachhaltigkeitszielen vor den Vereinten Nationen vorgetragen, auch uns Parlamentariern rechtzeitig zur Verfügung stehen, damit wir die Diskussion um unser Fortkommen hier im Parlament auch führen können. Herzlichen Dank. Matern von Marschall und der, wie der Bundestagspräsident Schäuble immer so schön sagt, voraussichtlich letzter Redner Peter Stein, auch er Mitglied im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung. Und Sie merken, das Thema Nachhaltigkeit wird deutlich entspannter diskutiert als das Thema Klimaschutz. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Nachhaltigkeit und Ideologie, das passt nicht zusammen. Der Erfolg von Nachhaltigkeit liegt im einvernehmlichen und verständlichen Miteinander in unserer Gesellschaft, nicht im Verbot, nicht im Gesetz und nicht im sozialen Druck. Der Erfolg liegt in der Akzeptanz. Nachhaltigkeit beginnt bei jedem von uns, Nachhaltigkeit endet in der Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Deutschland, seine Regierungen, seine Unternehmen und Konzerne, aber besonders auch unsere Bürgerinnen und Bürger sind schon weit auf dem Weg zu einer nachhaltigen Lebensweise. Lassen Sie mich in aller Kürze drei Bereiche dazu ansprechen. Erstens, den deutschen Wäldern geht es mehrheitlich nicht gut, und das, obwohl der Nachhaltigkeitsbegriff originär aus der Forstwirtschaft kommt. Der Klimawandel setzt unseren Wäldern zu. Weltweit ist der herkömmliche Bausektor ein großer CO2-Treiber, wenn mit Asphalt, Beton und Stahl gearbeitet wird. Holz wird mit seinen klimapositiven Eigenschaften dringend gebraucht. Ein Kubikmeter Holz bindet eine Tonne CO2. Moderne Holzbauten haben lange Lebensdauern, eine hohe Wertbeständigkeit und erfüllen dabei auch heute strengste Bauauflagen. Architekten, Planer, Bauherren und Behörden müssen hier stärker umlenken. Wichtig ist jetzt, unsere Wälder mit einem Waldumbau fit für die Zukunft zu machen. Wir müssen jetzt die Grundlagen legen, um auch in Zukunft unsere Wälder als Naturraum und Rohstofflieferant zu erhalten. Zweitens, die Zukunft unserer Energieversorgung. Deutschland wird auch in Zukunft einen großen Teil seiner Energie importieren müssen. Für den Import der Energieträger der Zukunft ist die Rolle der deutschen Seehäfen als Energiehäfen enorm wichtig. Das gilt insbesondere für den Import von CO2-neutralem Wasserstoff und dessen Derivaten. Alle Infrastrukturen für Umschlag und den Weitertransport sind auszubauen. Die Häfen sind die Steckdosen, der Backbone einer nachhaltigen Energieversorgung. Die Seehäfen ermöglichen Deutschland auch neue globale Kooperationen und Energiepartnerschaften und halten uns unseren Einfluss auf globale nachhaltige Entwicklung offen. Drittens, regionale Lebensmittelversorgung. Die Bürgerinnen und Bürger auch in meinem Wahlkreis wollen regionale Produkte kaufen, essen und genießen. Unsere Bäuerinnen und Bäuer sind hier der beste Partner an unserer Seite. Sie sind nicht die Klimaferkel der Nation. Wir müssen den grün gelabelten Lebensstil der Stadtbevölkerung mit den Lebensbedingungen und den Produkten des ländlichen Raumes in Einklang bringen. Das wäre eine wahre regionale Nachhaltigkeit. Eine moderne Landwirtschaft bedeutet schon im Selbstverständnis unserer Landwirte einen nachhaltigen Umgang mit Ökosystem und Klima.
Das und nichts anderes, schon gar nicht Verbote, führen zu einer angemessenen Wertschätzung der Verbraucherinnen und Verbraucher gegenüber unseren Bäuerinnen und Bauern. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse.